Ein Quantum Hoffnung heißt dieser Abend hier, natürlich in einer Anspielung an James Bond und ein Quantum Trost. Aber warum ein Quantum Hoffnung? Quantentechnologien, so hieß es noch vor vielen Jahren, ist ein Versprechen, was irgendwann in der Zukunft vielleicht auch einmal relevant werden will. Wann aber genau, das weiß keiner so richtig. Inzwischen ist es soweit, dass vor wenigen Wochen McKinsey, die Unternehmensberatung, eine Studie zu den Anwendungspotenzialen von Quantentechnologien veröffentlicht hat. Und die Hannoversche Allgemeine Zeitung schrieb am 3. Januar in einer kleinen Rubrik: Von diesen Personen werden Sie hören. Eines heute Abend mit auf der Bühne, Herr Ospelkaus, wurde dort im Bild genannt. Und so ist es. Sie werden heute Abend von ihm hören und von weiteren Expertinnen und Experten, die heute Abend hier mit dabei sind, nämlich Herr Decker, Herr Buchmann, Frau Hörs und Herr Welchering führt uns durch den Abend und wird gleich noch mehr zu allen, die auf der Bühne sind, sagen. Vielleicht ein Wort aber von hier aus. Die Volkswagen-Stiftung hat sich vor 2 Jahren ungefähr schon begonnen, für dieses Thema mit zu engagieren und hat gemeinsam mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur hier in Niedersachsen ein Rundgespräch organisiert, um alle Akteurinnen und Akteure, die zu Quantentechnologien forschen, um die zusammenzubringen mit der Frage, was können wir tun, um Kräfte hier im Land zu bündeln und um auch konkurrenzfähig gegenüber anderen Forschungsakteuren in der Republik sein zu können. Herausgekommen ist etwas, was Sie, wenn Sie genauer hinschauen, hier am Revers von einigen sehen, nämlich ein Button mit den 4 Buchstaben QVLS. Wir haben gedacht, wenn wir schon so etwas machen und versuchen auch mit zu unterstützen, und das tut die Volkswagen-Stiftung aus Mitteln des Niedersächsischen vorab, gemeinsam mit dem Ministerium, dann muss das auch einen aussagekräftigen und ambitionierten Namen haben. QVLS steht für Quantum Valley Lower Saxony. Das ist der Anspruch neben einem Silicon Valley anderswo, soll das Quantum Valley hier die besten und engagiertesten Akteure zusammenbringen und nicht nur forschen, sondern daraus auch noch Wertschöpfung möglich machen. In ganz kurzer Zeit wurde ein Verein gegründet, der QVLS e.V. und der Geschäftsführer, Herr Jungbauer, ist heute Abend auch hier. Da ganz oben und ganz im Hintergrund und im Zentrum sitzt er. Der QVLS also hat sich binnen kurzer Zeit konstituiert. Die Volkswagen-Stiftung gibt 25 Millionen in der Aufbauphase. Und dieses Versprechen und das Engagement aller Akteure hat gereicht, um im vergangenen Jahr, wenn ich es richtig sehe, über 100 Millionen Euro zusätzlicher Fördergelder einzuwerben. Nun mag man fragen, was macht man mit all dem Geld? Das werden wir heute Abend erfahren. Insgesamt ist es so, dass die Bundesregierung schon vor mehr als einem Jahr im Corona-Notprogramm unter anderem auch Mittel für Forschungsaktivitäten zur Verfügung gestellt hat. Und sie will insgesamt 2 Milliarden Euro für die Entwicklung von Quantencomputern ausgeben. Da sind die Akteure des QVLS gut aufgestellt. Und wiederum war es die Hannoversche Allgemeine Zeitung, die vor wenigen Tagen eine ganze Seite mit der Überschrift titelte »Die Fallensteller«. Und mehr darüber werden Sie heute Abend hören, weil es um Ionenfallen geht. Wer das Deutsche Museum kennt, mag an der Außenstelle in Bonn da ein wenig auf die Suche gehen. Dort sieht man die Paulsche Ionenfalle. Wolfgang Paul, deutscher Nobelpreisträger 1989, hat diese Ionenfalle gebaut. Die war ungefähr, ich nehme mal das Mikro vom Mund, so groß. Herr Ospelkaus wird uns heute darüber reden, wie man eine so große Ionenfalle auf einen so kleinen Chip bringt. Er macht das nicht alleine, er macht es mit anderen Expertinnen und Experten und vorstellen wird sie uns Herr Welchering. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kutte. Herr Schütt hat es ja schon gesagt, das Thema ist im Augenblick total trendig geworden, wann immer Politiker, wann immer Unternehmensführer im Augenblick beweisen wollen, dass sie wirklich Hightech-mäßig richtig drauf sind, fällt sofort das Wort Quantencomputer. Und dabei sind dann manchmal sehr unterschiedliche Dinge, die man sehen kann. Also am vergangenen Freitag beispielsweise hat die österreichische Wissenschaftsministerin ein Quantum Cloud Data Center in Wien eröffnet. Man musste da ein bisschen intensiver nachfragen, um rauszukriegen, was ist das denn jetzt, was machen die da? Und im Wesentlichen ist es
eine Cloud. Aber die simulieren da allerdings noch mit herkömmlicher Hardware und wollen demnächst dann auch sozusagen native Quantencomputer anschließen. Die denken da noch an Kryostaten. Die simulieren im Augenblick halt noch den Quantenprozessor. Das läuft gut in vielen Rechenzentren, also Garching beispielsweise, das Leibniz-Rechenzentrum, hat im Augenblick eine Simulation, die schaffen es dann 42 Qubits zu simulieren. Und in dieser gesamten übersteuerten Diskussion geht manchmal so ein bisschen verloren, was können wir denn schon wirklich machen und wo stehen wir denn im Augenblick? Weil alle eigentlich im Prinzip davon ausgehen, also morgen gibt es die entsprechenden Bausteine und dann bauen wir die Dinger zusammen und dann haben wir mehr oder weniger das, was wir bisher mit den Supercomputern, den großen Rechenboliden hatten und schieben halt die Bits eben, die Nullen und Einsen, nicht mehr über bisherige Leiterplatten, sondern dann eben über andere Leiterplatten. Aber wie das genau aussehen soll, das bleibt dann häufig sehr im Nebel. Und diesen Nebel ein wenig zu lichten, das soll eben der heutige Abend auch leisten, auch mit Ihrer Hilfe, damit die Fragen oder die Anregungen, die Sie haben, eben auch vom Podium beantwortet werden können und sollen. Deshalb wollen wir die ganze Diskussion auch so ungefähr nach einer Stunde öffnen. Und da kommen ja auch manchmal Fragen, die total spannend sind. Also beispielsweise hat vor kurzem ein Hörer nach einer Sendung, die wir zu Quantencomputer hatten, gefragt, gehen die denn jetzt eigentlich in die ganz normalen Rechenzentren? Und wenn, wie sind die denn dann anders? Und das ist so eine Frage, das ist eigentlich eine Spezialfrage für Professor Johannes Buchmann vom Fachbereich Informatik, da rechts sitzt er, und der TU in Darmstadt. Heißt es eigentlich TU oder TH Darmstadt? Da seit 2000, ich brauche ein bisschen Ton, seit 2000 TU. TU, ah ja, okay. Früher mal TH. Und Sie sind insbesondere in dem Bereich ja zu Hause, dass Sie darüber forschen, was tatsächlich im Augenblick auch technologisch machbar ist. Ne? Wie wird denn so ein Rechenzentrum aussehen, damit tatsächlich Quantencomputer den Sprung aus dem Labor ins Rechenzentrum machen können, Herr Buchmann? Also Quantencomputer müssen Sie sich so vorstellen. Normale Computer funktionieren so, es kommt eine Folge von Bits rein. Also Sie wollen in einem Text wissen, ob das Wort Schütte da drin vorkommt. Dann nehmen Sie den Text, machen daraus eine Bitfolge, stecken den in den Computer rein und hinterher kommt Ja oder Nein raus. Jetzt gibt es auch Parallelrechner. Dann nehmen Sie viele Computer, fangen an unterschiedlichen Stellen in dem Text an. Die arbeiten alle gleichzeitig und wenn es 1000 Stück sind, sind die, kann man sagen, wenn die so naive Algorithmen verwenden, 1000-mal so schnell. Quantencomputer sind genau dazwischen. Sind keine Parallelrechner, aber statt Bits kommen Quantenbits rein und davon werden wir heute noch mehr hören. Und Quantenbits sind gleichzeitig 0 und 1, die befinden sich so in einer Überlagerung von 0 und 1. Das haben sie so ein bisschen mit Parallelrechnern gemeinsam. Und dann können die mit diesen überlagerten Zuständen rechnen. Und am Schluss muss man das, was rauskommt, die Quantenbits aber messen. Und dann bekommt man ein einziges Resultat. Und im Falle von dem Beispiel eben kommt raus, ja oder nein kommt vor oder kommt nicht vor. Und natürlich müssen Sie das so machen, dass die Messung dann Sinn macht. Und es gibt im Augenblick nicht besonders viele, aber es gibt sehr leistungsfähige Quantenalgorithmen. Also übersichtsweise vielleicht mal 4 Stück. Mit einem können Sie Zahlen faktorisieren, mit einem können Sie Gleichungssysteme lösen, mit einem können Sie Objekte suchen. So, also das habe ich jetzt mal 3 genannt und das war's. Was sind also Quantencomputer? Quantencomputer nutzen die Quantenmechanik, Überlagerung der 0 und 1 in solche Zustände, um auf geschickte Weise das auszunutzen und können dann besondere Aufgaben schneller lösen als andere Computer. Sie haben das gehört, also ist ein Riesensicherheitsproblem. Und dann haben Sie jetzt gefragt, wie wird das im Rechenzentrum sein? Und ich stelle mir das so vor, da steht ein großer Quantencomputer erstmal, wie früher auch, und der ist halt ein Coprozessor. Und immer wenn die besondere Frage gestellt wird, also zum Beispiel, kannst du bitte mal das Gleichungssystem lösen? Dann wird der Quantencomputer gefragt und dann übernimmt wieder der normale Computer. Oder kannst du bitte mal diese Zahl faktorisieren? Dann wird der Quantencomputer gefragt und dann übernimmt wieder der
normale Computer. Wir nennen das in der Informatik Koprozessoren. Die gibt es ja auch ganz klein. Sie kennen das aus Ihrem PC. Da haben Sie Koprozessoren für die Grafik. Die heißen Grafikkarten. Das sind spezielle Anwendungen. Und in diesem Sinne sind Quantencomputer also Spezialcomputer, die manche Sachen sehr gut können und den anderen dabei helfen können, größere Aufgaben zu lösen. Also gleich mal aufgeräumt, so ein bisschen mit eigentlich dieser Befürchtung, alles, was wir bisher in den Rechenzentren haben, können wir rausschmeißen, die Quantencomputer kommen rein. Sie sagen, nee, die werden tatsächlich nur in einem ganz bestimmten Bereich, wie andere Rechner auch, ihre Koprozessoren, ihre zusätzlichen Fähigkeiten da entfalten. Ne? Ganz genau. Also nach allem, was wir wissen bis jetzt, in der Informatik ist das ja immer so, was wir in 100 Jahren wissen, können wir nicht prognostizieren. Aber nach allem, was wir heute wissen, sind Quantencomputer spezialisierte Computer für spezialisierte Aufgaben, die Sie allerdings viel besser lösen können. Und wenn Sie heute Homebanking machen und hoffen, dass Ihr Passwort nicht mit übertragen wird und es gibt einen großen Quantencomputer dann in irgendwelchen Rechenzentren, dann können die Passwörter eben doch mitgelesen werden. Das Sicherungssystem, was dahinter steckt, nutzt die Schwierigkeit, Zahlen in die Primfaktoren zu zerlegen, das können Quantencomputer zum Beispiel sehr viel schneller. Eine andere Frage, die auch ein Hörer, als wir diese Sendung hatten, stellte, war, wie wird denn das eigentlich dann mit der Nachhaltigkeit sein, mit dem Energieverbrauch, wenn die Dinger immer so runtergekühlt werden müssen, nah auf den Nullpunkt, dann braucht man ja enorm viel Strom. Und die Frage haben wir damals auch an einen Wissenschaftler, den wir im Studio hatten, weitergegeben und der hat gesagt, nee, nicht unbedingt. Kommt drauf an, was für ein Quantencomputer das ist. Es gibt unterschiedliche. Und wenn man da mit den Ionenfallen arbeitet, dann kann man das auch nachhaltig hinkriegen. Ja, und einen Ionenfallensteller haben wir hier, sitzt neben mir. Christian Ospelkraus vom Institut für Quantenoptik hier der Leibniz-Universität in Hannover. Und Sie haben auch gleichzeitig mitgebracht, wie sowas dann später mal aussehen kann. Bei Zimmertemperatur, Herr Ospelkraus? Ja, herzlich willkommen auch von mir. Das soll diese Urlauberin hier symbolisieren auf diesem Lego-Modell. Ich weiß nicht, ob wir das auch projizieren können, sodass man das in groß sehen kann. Ich warte mal einen kleinen Moment. Ja, noch tut sich da nichts, aber wir machen einfach schon mal weiter. Und dann, also hier steht, kommt jetzt. Wunderbar. Gut. Hier steht eine sympathische Urlauberin, die ist auch gebräunt. Und das soll also bedeuten, dass der Ionenfallen-Quantencomputer auch bei Raumtemperatur laufen kann. Dann kann man hier noch verschiedene andere Sachen entdecken. Das erste Mal sind natürlich die Hauptdarsteller. Das sind diese kleinen Kügelchen hier, die halt über diesem Modell rumschweben, gehalten von diesen Achsen hier. Das sind die einzelnen Atome, die hier als Quantensysteme verwendet werden, als Qubits, als Quantenbits. Und hier in dem Modell, was ich heute Morgen gebaut habe, werden die durch diese schwarzen Achsen festgehalten. Aber wenn man das jetzt in echt macht, dann werden die durch Spannungen festgehalten, die man hier an diese farbigen Objekte auf der Oberfläche anlegt. Und zwar ist diese Oberfläche mit solchen Gräben unterteilt in unterschiedliche Metallblöcke, an die man jetzt Spannungen anlegen kann. Und die Paul-Falle, die Herr Schütte eben erwähnt hat, die besteht darin, dass man also an diese rot eingezeichneten Blöcke eine Wechselspannung anlegt und überall oberhalb von dieser Oberfläche, die innerhalb dieses Kreuzes liegt, kann man dann solche geladenen Atome speichern. Und indem man diese Spannungen auf diesen gelben Elektroden verändert, kann man die Ionen auch hin und her schieben. Das ist jetzt nichts Neues, das machen Teilchenbeschleuniger seit Jahrzehnten. Aber hier hat man sozusagen einen extrem niederenergetischen Teilchenbeschleuniger. Machen wir das mal vor. Also indem man die Spannungen an diesen äußeren Elektroden hier verändert, verändern sich die elektrischen Felder oberhalb von der Oberfläche. Und dann kann man dieses Atom hier oberhalb von der Oberfläche hin und her schieben. Ja. Und Sie hatten ja den klassischen Computer angesprochen. Das ist im Grunde sehr ähnlich gedacht zu einem klassischen Computer auch. Ein klassischer Computer hat Funktionseinheiten für Speicher und für Rechnen. Im Prozessor gibt es ein Rechenregister, einen Zwischenspeicher. Und genau so ist diese Architektur auch aufgebaut. Wir haben hier verschiedene Zonen, wo man die Atome verwahren kann. Und das Rechnen geschieht im Grunde dadurch, dass man die Atome wirklich physikalisch durch die Gegend schiebt. Und wenn man dann zwei Atome in das gleiche Potenzial bringt, so wie hier, dann quetscht das elektrische Feld der Falle die zusammen, dann werden die zusammen gedrückt, können miteinander wechselwirken. Wenn man dann zusätzliche Felder einstrahlt, kann man dafür sorgen, dass die
dass da eine Rechenoperation stattfindet. Und einer der grundlegenden Unterschiede zwischen einem Rechnen, Quantencomputer und einem klassischen Computer ist im Grunde, dass dabei nie irgendwie Information verloren geht. Also ein klassischer Computer, der vergisst sehr viel, können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ein Quantencomputer macht das grundsätzlich nicht, darf das auch von seinem Organisationsprinzip her, seinem Funktionsprinzip her nicht. Und das macht es auch so schwierig, ihn zu bauen. So, und wenn man jetzt diese Rechenoperationen auf den Quantenbits gemacht hat, dann will man vielleicht am Ende des Tages wissen, was denn das Ergebnis ist. Und dann schiebt man beispielsweise das Qubit, für das man sich interessiert, hier in dieses Ausleseregister rein. Und dann hat man hier dieses Lämpchen, das ich da in den Chip eingebaut habe. Und wenn ich jetzt den Schalter hier anmache, dann geht das Licht an. Und dann ist es wie bei Michael Schanze. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Und das ist der Ausleseprozess, den Sie eben auch beschrieben hatten. In dem Moment, wo man das Licht anknipst, liest man das Ergebnis aus. Dann leuchtet das Ion entweder und es leuchtet nicht. Und dann ist es dann eine 0 oder eine 1. Und wie gesagt, das ist eine Architektur, die im Prinzip bei Raumtemperatur funktioniert und sehr ähnlich auch aufgebaut ist zu der Art und Weise, wie ein klassischer Rechner rechnet. Und das Quantenmechanische versteckt sich im Grunde in den Bits, die man hier oberhalb von den Qubits, die man hier oberhalb von der Oberfläche hin und her transportiert und die sich halt, weil sie Atome sind, weil sie quantenmechanisch sind, nach den Gesetzen der Quantenmechanik verhalten. Und das ist es genau, was man dabei ausnutzt. Und man kann hier an diesem Modell jetzt auch noch, wenn man so die Entwicklung dieses Feldes aufzieht, kann man noch so ein paar Sachen verdeutlichen. Ich weiß nicht, ob ich da noch ein paar Worte drüber verlieren soll. Ja, gerne, klar. Wobei, eine Frage noch, wenn das jetzt tatsächlich mal entwickelt würde, in ein Rechenzentrum käme, dann hätten wir da die Sache mit dem Stromverbrauch gelöst, mit dem Runterkühlen. Aber die mit den Erschütterungen, die hätten wir wahrscheinlich noch nicht gelöst, oder? Also das mit den Erschütterungen, ja. Also dieses Modell hier ist relativ fragil, das habe ich schon getestet. Ich habe das nämlich auf dem Fahrrad hierhin transportiert. Das musste ich erst noch wieder zusammensetzen. Da war aber erstaunlich heil, als Sie angekommen sind. Ja. War okay. Die Erschütterungen sind gar nicht so das Riesendrama. Die elektrischen Felder, die hier wirken, die sind sehr, 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 sehr stark vom Einfluss auf so ein Teilchen her. Also man kann, so ein Ion ist ja in der Falle drin. Das kann man sich vorstellen wie so eine Suppenschüssel, wo so eine Murmel hin und her rollt. Ein System, das schwingt, das schwingfähig ist. Und die Frequenzen, mit der die Ionen in diesen Fallen hin und her schwingen, sind im Millionenmal pro Sekunde. Und wenn ein Teilchen so schnell hin und her schwingt, dann entspricht das dem, als ob man es mit einer sehr, sehr starken Feder festhält. Und das bedeutet halt auch einfach, dass die Bindung des Teilchens an die Falle sehr, sehr stark ist. Mhm. Und dann können so kleine Erschütterungen dem System eigentlich im Grunde gar nichts anhaben. Das ist ganz anders als bei den Gravitationswellendetektoren, mit denen sich Frau Hörst beschäftigt. Zum Thema des Energieverbrauchs kann man sagen, das ist überhaupt kein Thema, weil unser Computer hier natürlich mit Batterie schon betrieben ist. Aber de facto würde ich sagen, für die Anwendungen, für die man diese Maschinen verwenden will, ist der Erkenntnis und der wirtschaftliche Gewinn das, was man lernt, so viel größer als das, was man letztendlich an Energie da rein investieren muss. Und auch als man Energie in die klassische Hardware, die ständig nebenher läuft und die man auch braucht, reinsteckt, dass das im Grunde gar nichts ins Gewicht fällt. Egal, ob man jetzt einen supraleitenden Quantencomputer baut, der auf 20 Millikelvin über dem absoluten Nullpunkt gekühlt werden muss, oder so ein Gerät hier, was man im Prinzip auch bei Raumtemperatur betreiben kann. Ja, vielen Dank. Wir haben auch Frau Professor Michelle Oers hier. Und da kommen wir dann zur Gravitationsphysik, weil an diesem Institut arbeitet sie. Was macht man denn da mit Quantencomputern, Frau Hörs? Das ist eine sehr gute Frage. Wir arbeiten natürlich nicht mit Quantencomputern, aber wir sind in der vorteilhaften Lage, Teil von QVLS zu sein, von Quantum Valley Lower Saxony. Und ich persönlich arbeite auf dem Gebiet der Quantenkontrolle. Also es ist ja schon mal klar, dass, was Herr Ospelkraus gerade gesagt hat, dass wir Teilchen, die der Quantenmechanik gehorchen, dass wir die sehr, sehr gut kontrollieren können müssen, um diese Operationen durchführen zu können. Und mein Fachgebiet ist eben die nicht klassische Laserinterferometrie und die Quantenkontrolle. Und die benötigt man sowohl in der Grundlagenforschung für die Gravitationswellendetektion, um das Licht besonders gut manipulieren zu können, als auch in den Quantentechnologien wie beim Quantencomputing. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, quantenmechanische Testaufbauten zu haben, auf denen man zum Beispiel neue Algorithmen testen kann, zum Beispiel Quantum Machine Learning.
Wenn Sie Machine Learning ansprechen, dann sind wir gleich in einem Bereich, da bauen sich furchtbare Ängste auf. Der große Quantencomputer, superintelligent, der uns alle in die Tasche steckt und uns nicht nur sagt, was wir zu tun haben, sondern auch noch weiß, was wir in 3 oder 4 Tagen machen werden, weil der mit ganz furchtbar vielen Daten aus diesen ganzen Big-Data-Anwendungen tatsächlich so zurechtkommt. Ist das eine realistische, ja, ich sag mal, Angstvorstellung oder sind das so Projektionen, die noch ganz, ganz weit weg sind und mit dieser Technologie eigentlich gar nichts zu tun haben? Also ich bin keine Expertin im Quanten-Machine Learning oder im Machine Learning an sich. Mein Verständnis davon, dadurch, dass ich mich damit beschäftige im Rahmen von QVLS, ist soweit erstmal, dass wir alle bereits mit Deep Learning und mit Machine Learning irgendwo Kontakt haben, also Bilderkennung, Mustererkennung und so weiter. Und da führt auch gar kein Weg dran vorbei. Wie viele Ängste man sich da macht, das muss man sich, glaube ich, auch überlegen. Genau wie Herr Buchmann schon angesprochen hat, werden wir irgendwann in der Situation sein, dass unsere Kreditkartendaten gehackt werden. Aber noch nicht. Ja, so weit sind wir nicht, glücklicherweise. Was das Machine Learning angeht, gibt es natürlich eine ganze Menge sehr gute Anwendungen, zum Beispiel in der Mustererkennung, die man für gut und nicht für böse anwenden kann. Und die Idee des Quantum Machine Learning ist, ob es möglich ist, solche Algorithmen auch auf Quantensysteme anzuwenden. Denn die gehorchen durchaus anderen Gesetzmäßigkeiten, als wir sie aus der makroskopischen Welt gewohnt sind. Wir sind es gewohnt und damit kommen wir vielleicht auch zum Thema. Irgendwas scheint da mit Ihrem Mikro nicht so ganz zu stimmen. Ne? Ja. Ich darf mal gerade an Ihnen rumfummeln. Ja, solange es nur am Mikro und am Revers ist, ist das bleibt okay. Bleibt vollkommen beim Mikro, kann ich versprechen. Okay. Aber jetzt müsste es eigentlich gehen. Ich weiß auch nicht, warum es ganz so laut ist, aber gut. Wir hatten ja gerade schon über das Thema Qubits gesprochen und die unterscheiden sich ganz fundamental von den Bits. Das hatte Herr Buchmann auch schon erwähnt. Bei den Bits haben wir den Fall eines Schalters. Das Bit kann den Zustand 0 annehmen oder den Zustand 1. Qubits sind anders, sie nutzen das Prinzip der Superposition. Das ist ein hochgradig fundamentales Prinzip der Quantenmechanik. Und da kann sich also ein Zwei-Niveau-System, zum Beispiel der Spin eines zum Beispiel Atoms, kann nach oben zeigen oder nach unten oder irgendeinen Zustand dazwischen annehmen. Und ganz ehrlich, bis wir nicht hingucken, wissen wir nicht, welcher Zustand das ist. Und in einer ganz knappen Version ist das schon ein Beispiel für ein Qubit. Man kann also den Zustand darstellen als einen Pfeil, der in irgendeine Richtung zeigt. Und der ist eigentlich nicht bestimmt, bis ich die Messung gemacht habe. Das ist ein bisschen so wie Schalter an, Schalter aus. Wenn ich das Licht angemacht habe, dann gucke ich drauf, dann habe ich projiziert und dann ist der Zustand eben festgelegt. Dann weiß ich, ist es jetzt 1 oder 0. Wie fügt sich das denn ein in diesen Familienstammbaum, über den wir vor der Veranstaltung gesprochen haben? Mhm. Heißt, dass Sie relativ lange hier auch schon in Hannover an solchen Fragen forschen, oder? Ja, tun wir, wenn wir diesen Familienstammbaum betrachten. Das ist nämlich eine Sache, die vielleicht einige Menschen, die hier im Raum sind, wahrscheinlich viele auch lokal hier aus Hannover, ne? Hannover. Wir haben hier eine ganz lange Historie, uns mit der Quantenoptik zu beschäftigen. Wir können das hier in Hannover richtig gut. Und ein Beispiel davon ist, das ist jetzt nicht auf diesem Familienstammbaum zu sehen, beziehungsweise ist schon zu sehen, wenn ich einen Laserpointer hätte, könnte ich Ihnen zeigen, oben rechts ungefähr, da steht LZH. Das ist das Laserzentrum Hannover, wurde 1986 gegründet. Einer der Gründerväter, darf ich verraten, sitzt hier vorne in der ersten Reihe, das ist Herr Welling, zusammen mit Herrn Tönzhoff und Herrn Haferkamp. Und dieses Laserzentrum Hannover baut, das darf ich jetzt einfach mal so sagen, die weltbesten Laser. Und das kann ich deswegen sagen, weil ich ja aus der Gravitationswellendetektion komme. Und diese Gravitationswellendetektion weltweit nutzt diese Laser, die am LZH gebaut und am Albert-Einstein-Institut, Institut für Gravitationsphysik der Leibniz-Universität Hannover, stabilisiert werden. Das ist schon ganz cool. Diese Laser sind hochgradig quantenmechanische Dinger. Wir wussten gar nicht, als der Laser erfunden wurde, also ich war da noch nicht geboren, aber 1960, als der erfunden wurde, war nicht klar, wofür der mal gut sein könnte. Und heute ist er nicht mehr wegzudenken. Das ist nach der Sonne wahrscheinlich die wichtigste Lichtquelle, die wir haben. Wir haben basierend auf diesen Entwicklungen, die in Hannover schon eine lange Tradition haben, wie ich versucht habe zu motivieren, Sonderforschungsbereiche aufgezogen, zum Beispiel den Sonderforschungsbereich 407, quantenlimitierte Messprozesse mit Atomen, Molekülen und Photonen. Das sagt Ihnen schon, Quanten ist ein Thema. Wir haben darauf basierend dann in 2007 unseren ersten Exzellenzcluster eingeworben hier nach Hannover, das QEST Quantum Engineering and Spacetime Research Zentrum. Darauf
aufbauend ist mittlerweile eine Leibniz-Forschungsschule entstanden, die ist eine fakultätsähnliche Struktur. Und diese wiederum findet sich jetzt also wieder, hoffe ich jedenfalls, auf dem Bild Quest, auf der linken Seite unterhalb des Logos der Leibniz-Universität Hannover. Quest ist sozusagen die Großmutter von QVLS, könnte man vielleicht sagen. Und die Mutter vielleicht, oder die Mütter von QVLS, sind die jetzt existierenden Exzellenzcluster, die wir hier in Hannover haben, an denen die Physik beteiligt ist. Das ist Quantum Frontiers und Phoenix D. Und das ist ziemlich zentral zu sehen, weil ich diese Folie tatsächlich gemopst habe von meinen Kollegen, in der wir immer motivieren wollen, woraus unsere Forschung mal entstanden ist und wie wir hier eingebettet sind. Und Sie sehen, dass Quantum Frontiers eben viele verschiedene Verbünde hervorgebracht hat, unter anderem eben auch, ganz unten rechts sieht man, Quantum Valley Lower Saxony. Wir haben also wirklich eine lange Historie, hier Quantenoptik zu betreiben. Vielleicht. Ja, bitte, Christian. Ja, klar. Darf ich an der Historie nochmal angreifen? Also du hast jetzt die lokale Historie gebracht und die Historie dieser ganzen Geschichten ist ja auch eigentlich ganz interessant. Das kommt jetzt so, als ob das plötzlich alles über uns kommt und in den letzten 4, 5 Jahren plötzlich passiert. Aber in der Forschung braucht man sehr lange Zeitskalen, bis man einmal an einem solchen Punkt steht, wo die breite Öffentlichkeit über so ein Thema redet. Wenn man sich dieses Modell hier mal anguckt, dann sind wir fangen wir mit den 30ern an. Das ist ungefähr die Zeit, wo die Firma Lego sich entwickelt hat. Das war auch die Zeit, wo die Quantenmechanik sich entwickelt hat. 1934 gab es diesen Austausch zwischen Schrödinger und Einstein und anderen, wo also geklärt worden ist oder versucht wurde zu klären, welche absurden Konsequenzen die Quantenmechanik hat, dass man also zwei von diesen Ionen hernehmen kann und sie so miteinander zur Wechselwirkung bringen kann und dann wieder auseinanderziehen kann. Und wenn man dann das eine beispielsweise in Braunschweig hat und das andere hier, an dem einen misst, dann stellt sich ein Zustand ein, der entweder 0 oder 1 ist, und dann misst man an dem zweiten Atom und findet exakt den gleichen Zustand, auch wenn sich das Atom jetzt kilometerweit davon entfernt befindet. Vielleicht in dieser Struktur jetzt ein paar Mikrometer, aber das macht nichts. Das ist das Wesen, das Verrückte der Quantenmechanik, und das ist in den 30ern deutlich geworden. Und damit war die Quantenmechanik dann Anfang der 40er im Wesentlichen komplett. Der erste Legostein wurde, glaube ich, 1949 hergestellt oder der erste Vorläufer. Und das ist dann auch so die Zeit, wo die Entwicklung der Paulfalle reingeht, der Ionenfalle, hat der Herr Schütte ja gesagt, kann man heute im Deutschen Museum in der Zweigstelle in Bonn betrachten. Und dann gehen so die 60er los, wo man, Pioniere der Laserei sitzen ja hier im Publikum, wo man dann den Laser entwickelt hat, um nicht nur Atome zu kontrollieren, sondern auch James Bond war eben das Thema. Da ist er ja dann auch aufgetaucht, das sind die Filme aus dieser Zeit. Und dann ja, 70er Laserkühlung, mein Postdoc-Betreuer, der Dave Wineland, der da die ersten Experimente mitgemacht hat am NIST. Und für diesen ganzen Bereich der Kontrolle dann von Atomen und Ionen dann auch den 2012er Nobelpreis bekommen hat. Und dann kommen wir in die 80er Jahre rein, wo es die ersten Experimente zur Laserkühlung von Neutralatomen gab. Wolfgang Erdmann war da ja auch dran beteiligt. Und dann wirklich Anfang der 80er auch die Initialzündung für den Quantencomputer, als Richard Feynman sich eigentlich gefragt hat, wie genau kann ich eigentlich Natur simulieren? Was kann ich durch Computersimulationen über die Natur lernen? Und da dieser Begriff des Quantencomputers geprägt worden ist. Und dann sind wir Mitte der 90er, wo so die Initialzündung für dieses Feld kam, als nämlich die ganzen drei Buchstabenagenturen darauf aufmerksam geworden sind, dass das Problem der Primfaktorzerlegung, hatten Sie ja eben angesprochen, wenn man das auf einem Quantencomputer lösen kann, enorme Relevanz hat, weil man dadurch gängige Verschlüsselungsverfahren knacken kann. Und seitdem brummt es im Grunde, und gerade in den letzten Jahren hat es wirklich verstärkt auch Aufmerksamkeit bekommen. Und was also hier an der Situation in Niedersachsen ganz toll ist, ist, dass wir im Grunde schon nach der Entwicklung, die Herr Schütte eben angesprochen hatte, nach diesen Corona-Milliarden, die für dieses Thema bereitgestellt werden sollten, und nach den großen EU-Projekten, schon Anfang 2021 mit den von der VW-Stiftung und dem MWK bereitgestellten Geldern loslegen konnten und jetzt schon ein Jahr in der Entwicklung drin sind, wo die ersten Bundesgelder zu dem Zweck erst Ende 2021 geflossen sind. Und das war eine enorme Unterstützung und ist eine enorme Unterstützung für dieses Thema. Und weil ein bisschen Lokalpatriotismus dabei sein muss, ist auf meinem Modell hier oben auch das Pferd drauf. Ja. Bevor ich dann weitergebe an den Buchmann, lassen Sie mich noch eben Michael Decker mit
ins Boot holen, der ja natürlich schon auf dem Podium sitzt, klar. Herr Decker, es brummt, sagte Herr Rospelkaus, aber es ängstigt auch viele. Und da sind wir spätestens bei dem Punkt, als dann die Bundesregierung, die vorherige, sagte, okay, es gibt 2 Milliarden Anschubfinanzierung für Quantencomputer und die entsprechenden Technologien bei Ihrem Thema. Denn Sie arbeiten am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie. Kann man denn heute schon seriös abschätzen, außer dem Punkt, es wird Verschlüsselung über Primfaktorenzerlegung demnächst mal zerbröseln, welche Auswirkungen tatsächlich dann die Quantencomputer, die jetzt in der Entwicklung sind, die sozusagen auf dem Sprung stehen sollen aus dem Labor raus, auch haben werden? Leider nein, kann man noch nicht. Wir haben auch noch nicht richtig damit begonnen. Wir haben aus der Perspektive der Technikfolgenabschätzung, der Vorteil dieses Wortes ist es, dass es eigentlich beschreibt, was man tut. Man versucht irgendwie die Folgen von Technologien für die Gesellschaft in positiver wie negativer Hinsicht zu erforschen. Und Sie alle erleben die, wie wir ja auch. Und die Herausforderung dabei ist, dass es schon schwer ist bei Technologien, die man heute schon verwendet. Also wir haben da so einen zeitlichen Bezug. Einerseits machen wir das natürlich für Technologien, die längst verwendet werden. Und die schaut man dann teilweise im Rückwärtsblick an. Das sind eigentlich die wissenschaftlich am besten zugänglich sind, weil da sind schon Dinge passiert, man kann sie dann so richtig wissenschaftlich erforschen. Unsere methodische Herausforderung ist aber, dass wir eigentlich die Technologie und die technische Entwicklung gestalten wollen und deswegen auch in die Zukunft sozusagen Handlungsempfehlungen entwickeln wollen. Und gerade am ITAS haben wir da auch eine sehr starke Tradition, dass Technikfolgenabschätzung auch Politikberatung macht, also auch dahingehend berät, wie diese Gestaltung zum Beispiel für Deutschland in idealer Weise irgendwie laufen kann. Und das kann man am besten tun, immer dann, wenn man auf mögliche Anwendungen schaut von den Technologien. Das heißt, unsere Herausforderung ist schon schwierig genug, wenn wir rückwärts schauen, um daraus dann den Blick nach vorne zu wenden. Da kann man wenigstens richtig wissenschaftlich arbeiten. Über so visionäre Dinge, die wir heute gehört haben, ist es methodisch noch viel schwerer, weil die technische Umsetzung weiter in der Zukunft liegt. Und gleichzeitig möchten wir natürlich sehr früh anfangen. Und da ist es schön, dass wir mit solchen Themen, Quantentechnologie, künstliche Intelligenz, Nanotechnologie, da haben wir heute einige Anlehnungen schon gehört, wo auch ähnlich gesprochen wurde, Nanotechnologie, Herr Schütte, 2003 vielleicht sowas, würde ich sagen. Das sind Themen, die sind ja in sich querschnittsartig. Also ob Nanotechnologie irgendwas für uns als Bürgerinnen und Bürger verändert, das merkt man ja erst an dem Produkt, wo Nanotechnologie vielleicht dann drin ist. Das heißt, die Technikfolgenabschätzung nähert sich dem auch von außen, vielleicht wie viele hier im Raum auch erstmal von außen, und schaut dann genau, was wird denn darüber im Moment heute eigentlich schon berichtet. Und da haben die drei genannten Themen, Nanotechnologie, künstliche Intelligenz und jetzt auch Quantentechnologien und Quantencomputing, etwas gemeinsam. Sie sind nämlich als sehr groß angelegte forschungspolitische Programme initiiert worden und auch beworben worden. Und die Art und Weise, wie dann darüber gesprochen wird, das hilft uns dann irgendwie auch weiter. Denn dort wird auch mal gesagt, in welchen Stellen erhofft man sich denn wirklich große Veränderungen dadurch, dass Quantencomputing vielleicht mal irgendwann funktioniert, flächendeckend funktioniert. Und da machen wir auch nichts anderes, wenn es um diese weit in der Zukunft liegenden, wir nennen das dann methodisch Vision Assessment, das heißt, wir schauen den Expertinnen und Experten, einmal hören wir gut zu, wenn sie reden, wir schauen aber auch in ihre Dokumente, vor allem aber in die Einführungen und in die Ausblicke ihrer wissenschaftlichen Publikationen, weil da fangen sie auf einmal auch ein bisschen dann an, darüber zu reden, wofür das denn mal alles gut sein kann später. Und diese Sachen analysieren wir ganz systematisch und da sehen wir hier zum Beispiel, dass Aussagen getroffen werden, zum Beispiel auch auf der Webseite des Forschungsministeriums, dass man sich erhofft, dass man wichtige Krankheiten, also zum Beispiel auch die Darstellung des Gehirns, um daraus dann Alzheimer, Erkrankungen und ähnliche
degenerative Prozesse besser verstehen zu können. Ein Wort, was sich durch alle Beschreibungen eigentlich prägt, ist, dass man komplexe Systeme, das ist auch sehr allgemein gesprochen, komplexe Systeme durch bessere Simulationen, das ist in Ihren Ausführungen heute meines Erachtens auch schon deutlich geworden, besser, schneller, umfassender erarbeiten kann. Und dann findet man Anwendungsbereiche, die heißen zum Beispiel den Verkehrsfluss in Städten optimieren, natürlich auch ein sehr komplexes System. Und allgemein Simulationen auf ein neues Niveau heben, was die Anzahl der berücksichtigten Eingangsparameter oder so etwas angeht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn Sie sowas hören, finde ich es immer noch schwer, die Sache irgendwie einzuschätzen in ihrer Tragweite. Und unsere Aufgabe ist es dann auch, diese, wir sagen dann Narrative, irgend auch mal weiterzudenken. Also Narrative, die ich jetzt heute hier gehört habe, ist, dass es eben gar nicht so leicht ist, so einen Quantencomputer mit dem Rechenzentrum zu verbinden. Sie haben natürlich ein Bild gezeigt, dass es irgendwie funktioniert. Wenn ich mir die Beschreibungen anschaue, die ich sonst so gelesen habe, ist es auch nicht ganz trivial, das irgendwie zu machen. Ich habe gleichzeitig gelernt, dass es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, solche Quantencomputer zu bauen. Die sind auch noch nicht alle angesprochen worden. Zwei sind angesprochen worden. Ich habe gelesen, es gibt auch mit Spins, das ist auch etwas, was wir am KIT teilweise probieren, andere Möglichkeiten, das zu machen, mit Lichtphotonen noch stärker. Auch da sind wir sehr gespannt, welche technische Entwicklungen in Bezug auf diese, wie nennen wir die denn, auf die positiven Nachrichten dessen, was wir damit erreichen wollen, haben die ja auch vielleicht unterschiedliche Potenziale. Auch das ist etwas, was wir in der Technikfolgenforschung dann entsprechend anschauen möchten, um unterscheiden zu können, zum Beispiel auch forschungspolitisch und förderungspolitisch dann wieder, welche Quantencomputer vielleicht für welche Art von Forschungsfragen hilfreicher sind. Was aber an der Stelle fast noch wichtiger ist, ist, dass wir auch versuchen, Alternativen in den Blick zu bekommen. Bei den Sachen, die ich gelesen habe, ist es so, dass diese Qubits, von denen wir jetzt heute schon gehört haben, eben auch simuliert werden, teilweise von normalen Rechnern eben simuliert werden, um auch das Rechnen damit, das heißt ja Quantencomputing. Und es ist auch so, dass auf der Computing-Seite noch sehr viel zu lernen ist, um diese Rechner entsprechend mit Software optimieren zu können. Und dann vielleicht für mein erstes Statement eine andere Erkenntnis noch, die wir jetzt heute noch nicht auf dem Podium haben. Es ist auffällig, dass diese Qubits auch vergleichsweise fragile Elemente zu sein sind. Vielleicht können wir darüber auch noch mal diskutieren. In einigen Texten scheint es so. Und auch, dass sie in Bezug auf die Fehler, die damit passieren können beim Computing, also eine andere Fehlertoleranz brauchen, sodass das Fehlerreduzieren eine eigene Forschungsaspekt des Quantencomputings ist. Und die Tragweite dessen, was das bedeutet für den Einsatz in echten Anwendungszusammenhängen, das ist für mich auch eine der Forschungsfragen, die sich hier wird darstellen lassen müssen. Denn einerseits ist es natürlich so, den meisten von uns ist es erstmal egal, ob da an irgendeiner Stelle ein Quantencomputer im Hintergrund rechnet oder ein normaler. Es sei denn, wir haben natürlich riesige Geschwindigkeitsgewinne, dann sagen wir, klar, wir hätten das Ergebnis immer gerne schneller als irgendwie möglich. Es hat sich bei IT, also bei Informationstechnologien, aber immer auch gezeigt, dass auch die Alternativen dann nochmal irgendwie so eine Art Innovationsboost dadurch bekommen, dass sie von anderen Stellen herausgefordert werden, wie jetzt vom Quantencomputing. Das ist bei Technologieentwicklung was ganz Typisches, dass auch so die traditionellere Technologie dann herausgefordert wird, aber auch lernt. Ja, also wenn Sie jetzt über parallele Dinge reden, habe ich von Ihnen verstanden, das Qubit hat an sich eine Parallelität in sich, wenn man das so sagen darf, was der andere Rechner erst aufwendig erzeugen muss. Dennoch halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass diese parallele Datenverarbeitung auch was lernt von dem, was man vielleicht in dem Quantencomputing jetzt lernt, dass die sich also auch gegenseitig befruchten. Und die Frage der Art, ob eine Technologie quantentechnologisch jetzt wirklich den Unterschied macht, dass man dann auch, manche muss man kühlen, manche muss man nicht kühlen, dass sich quasi der Aufwand relativ dazu lohnt, was die Alternativen sind, da kann ich vielleicht an einem Beispiel
auch mal illustrieren, was Sie aus der Presse auch kennen, diese Blockchain-Technologie. Das ist auch eine wirklich sehr interessante Technologie, die allerdings bezogen auf die echte Anwendung dann häufig in unseren Analysen das Problem hat, dass sie durch andere Anwendungen auch die Zwecke erreicht werden können, die in dem konkreten Fall jetzt mit der Blockchain gemacht worden wären. Und dann hat die Blockchain in diesem Vergleich oft ein Problem, weil sie energieaufwendig ist, vergleichsweise auch technisch aufwendig ist und dann in diesem Vergleich ins Hintertreffen gerät. Mhm. Und diese Art von Analysen, das ist etwas, was wir bei Quantencomputing wirklich jetzt stark beginnen. Aufsetzen können wir an den Dingen, die wir zum Beispiel bei Nanotechnologie, wo das Computing von Anfang an eine Facette war. Und da können wir diese Trajektorien einfach weiterzeichnen und werden das auch versuchen. Der Decker hat die Narrative erwähnt, das ist in der Politik ja immer so ein Ding. Plötzlich brauchte der digitale Impfnachweis 5 Blockchains, ne? Weil Sie die erwähnt haben. Oder es wurde gesagt, wenn wir erstmal das Ganze mit Quantentechnologie haben, dann sind die Dinge auch fälschungssicher. Und da ist es ja manchmal so ein bisschen schwierig, sich die richtigen Narrative und sich die richtigen Anwendungen anzugucken. So ein Narrativ heißt ja, wir müssen mal endlich ein Problem finden, das dann auch von Quantencomputern gelöst werden kann. Ein weiteres heißt, wir müssen einfach gucken, welche Technologie sich denn da durchsetzen wird. Herr Buchmann, kann man heute schon abschätzen, welche unterschiedlichen Technologieansätze denn die entscheidende Rolle in den nächsten Jahren spielen? Doch der Kryostat? Also ich glaube, oder? Das ist eine Frage für die Physiker. Also ich weiß nicht, was Sie mit Technologie meinen. Ob Sie supraleitende Quantencomputer bauen oder Ionen fallen. Also wenn ich das recht verstehe, die großen Leute wie Google machen Supraleitung gerade. Ne? Wenn ich das meine Information. Aber da bin ich kein Experte für. Ich würde nur noch gerade mal, wenn ich mir erlauben darf, die Sache noch ein bisschen zu konkretisieren. Erstens, was die Grundlagen angeht. Ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren sagen die Forscher, in ungefähr 10 Jahren gibt es große Quantencomputer. Das ist eine Invariante, ja? Es ist egal, wann Sie fragen. Also ist die erste, was wir heute können, sind 100 Quantenbits. Und wenn Sie eine 2048-Bit RSA-Zahl faktorisieren wollen, brauchen Sie sowas wie 4 Millionen Quantenbits. Und wir konnten, glaube ich, vor, weiß ich nicht, 5 Jahren konnten wir vielleicht 60 Quantenbits. Also ich habe eine Frage, das ist eine Frage an die Physikerin und den Physiker. Ist das mit dem Quantencomputing eigentlich so wie mit der Kernfusion? Oder ist es so wie mit den Transistoren? Die Transistoren wurden erfunden und dann ging es los. Ja, ne? Lief dann, ne? Genau. Und dann ging es los. Die Quantencomputer wurden vorgestellt und dann gab es große Förderprogramme und ich habe auch ein bisschen Physik selber mal studiert und so, rede mit den Physikern, die freuen sich darüber. Das hören Sie ja hier auch, weil die natürlich, die Physiker lieben Physik. Ob die Computing, ich sage das mal so ein bisschen provokativ, letztlich lieben, das wage ich zu bezweifeln, ja? Also die lieben die Physik und freuen sich, dass sie das ganze Geld kriegen, um die Quantenmechanik weiterzuentwickeln, die Technologien weiterzuentwickeln. Darum mal so eine bisschen provokative Frage, wo sind wir da eigentlich? Also 100 Quantenbits und ich verstehe Dekohärenzzeiten, da sind wir sehr viel besser und alles, ja, das können Sie ja vielleicht gleich nochmal kommentieren. Das heißt, also eine echte Frage ist für mich wann geht es echt los? Und jetzt noch mal was für Sie auch zur Technikfolgenabschätzung. Das läuft ja schon gerade, dass wir RSA nicht mehr verwenden dürfen. Das haben Sie ja alle verstanden. Das National Institute for Standards and Technology hat empfohlen, wir müssen innerhalb der nächsten Jahre migrieren. Und wenn Sie Technikfolgenabschätzung machen wollen und wollen Daten für 50 Jahre geheim halten, dann dürfen Sie die heute nicht mehr mit faktorisierungsbasierten Verfahren verschlüsseln. Heute nicht mehr. Das heißt, Sie müssen das jetzt schon umstellen. Das heißt, da gibt es dramatische Technikfolgenprobleme, was die Sicherheit angeht. Und ich würde gerne von den Physikern, von Ihnen und Ihnen wissen, wann geht's los? Jetzt sind wir mal erstmal noch bösartiger. Gut, Sie haben das Beispiel von der Kernfusion genannt. Genau. Und etwas muss man ja sagen, das ist jetzt böse, ja, also
macht die Fusionsforschung besser. Bei der Fusionsforschung ist das große Ziel immer 50 Jahre entfernt. Und der wesentliche Grund dafür ist, dass es die produktive Lebensdauer eines Wissenschaftlers ist. Aber das war, wie gesagt, böse. Ja, das ist cool, das wusste ich. Das habe ich dann nicht gehört. Das finde ich gut. Nein, da gibt es auch bahnbrechende Fortschritte. Und wenn man eine große Agenda hat, dann braucht die entsprechend Zeitskalen. Das ist das, was ich auch eben versucht habe darzustellen, dass die Sachen, die wir hier heute machen... Braucht es aber bei den Transistoren nicht, ne? Ja gut, das, also je nachdem, wie weit man da jetzt in der Entwicklung der Elektrizität und sowas zurückgeht. Okay, also, gut. Was mir da wichtig ist an dem Punkt ist, Sie hatten das ja auch selber angesprochen, ne? So ein Gerät, was mit Quantenmechanik rechnet, ist nicht more of the same. Genau. Und more of the same soll jetzt nicht die Informatik, wie sie existiert und wie wir sie alle in unserem Leben ständig verwenden, irgendwie lächerlich machen, sondern was ich damit deutlich machen will, es ist etwas konzeptionell ganz anderes. Und am besten kann man das an dem Beispiel von Feynman darstellen, der sich Gedanken gemacht hat, was man eigentlich mit einer Simulation über die Natur lernen kann. Und er hat gesagt, also ich gebe das mal auf meine Art und Weise wieder, wenn ich jetzt 128 Elektronen in eine Schüssel kippe. Das Elektron ist so ein Elementarteilchen, das hat zwei Zustände, wie dieser kleine Magnet, der in dem Teilchen drin ist, sich ausrichten kann. Und 128 Elektronen sind also sowas wie 128 Qubits. Wenn die jetzt alle miteinander wechselwirken in dieser Schüssel, und ich will dieses Problem auf einem klassischen Computer in voller Allgemeinheit lösen, dann brauche ich dafür ungefähr 10 hoch 80 Bits. Und das sind mehr Bits, als es Protonen in unserem ganzen Universum gibt. Und was ich damit sagen will, ist, so eine Maschine kann Situationen helfen zu verstehen, wo die Natur sich quantenmechanisch verhält. Wenn ich einen Quantencomputer habe, dann brauche ich nämlich nur 128 Qubits, um dieses Problem abzubilden. Ich kann wirklich, und das ist die Hauptanwendung für einen Quantencomputer aus meiner Sicht, ich kann Systeme helfen, zu verstehen, die sich im Grunde quantenmechanisch verhalten. Und simulieren, ne? Ja, und simulieren und auch designen. Ich kann hergehen, ich kann einen ganz aktiven Zugang zu Chemie finden. Ich kann sagen, ich guck mal, wie sich diese Moleküle und Atome miteinander verhalten, wenn ich die zusammenbastle und vielleicht entsteht daraus ja ein komplett neues Material, ein neuer Wirkstoff, den ich so noch mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Und da kommen Sie mit 100 Quantenbits schon weiter, ne? Da kommt man wirklich in Regionen, wo das attraktiv wird. Was man heute schon kann. Ja. Das ist viel relevanter als diese Frage nach RSA, wo es ja auch Algorithmen gibt, wo man davon ausgeht, dass die sicher sind gegen Quantencomputer. Und das wird immer als Beispiel genannt, RSA, also Faktorisierung, große Zahlen in ihre Primfaktoren zerlegen, dann knackt man die Verschlüsselung. Das ist aber auch gemein, weil das eine der Anwendungen ist, die natürlich am meisten Qubits braucht, damit sie irgendwie praktisch relevant wird. Und wenn man will, kann man das... Aber Quanten-Machine-Learning haben wir schon besprochen. Braucht auch viele. Braucht richtig viele. Ja. Wenn ich da vielleicht nochmal einhaken darf. Und die Frage ging ja auch ein bisschen in die Richtung, welchen Ansatz sollen wir denn verfolgen? Genau. Sollen wir die Supraleitenden oder sollen wir lieber die Ionenfallen? Ich habe natürlich ein bestimmtes, aus Lokalpatriotismus, natürlich was für die Ionenfallen übrig. Aber es ist total wichtig, und das ist ein ganz grundlegender Punkt, dass verschiedene Ansätze erforscht werden. Wir fokussieren uns hier auf die Dinge, die wir auch von langer Hand vorbereitet, aufbereitet und angelegt haben. Wir haben hier die Expertise, besonders gut uns mit den Ionen zu beschäftigen. Und an anderen Orten wird das anders gemacht. Also der Verbund in Bayern kümmert sich primär um die supraleitenden Systeme. Und das machen wir hier nicht, zumindest nicht primär, definitiv nicht. Ist aber auch richtig so. Und das ist ja das Wichtige und Witzige an der Grundlagenforschung. Wenn wir vorher schon wüssten, welche Grundlagenforschung uns hinterher zum Erfolg führen wird und welche Grundlagenforschung uns zu tollen Spin-offs und zu tollem ökonomischem Gewinn führen würde, dann würden wir wahrscheinlich nur diese machen. Und das wäre gar nicht gut, einerseits, weil wir ganz viel Erkenntnisgewinn verlieren würden. Es ist aber auch gar nicht möglich. Ich vergleiche das immer ein bisschen. Diese Grundlagenforschung ist ein langfristig angelegtes Projekt, egal was es ist. Und das muss man sich vorstellen, wie wenn man einen Wald pflanzt. Man pflanzt ganz viele Bäume und man weiß gar nicht, welcher von den Bäumen wirklich gedeihen wird. Aber ganz klar ist, alle diese Bäume werden in irgendeiner Form Schatten liefern, ihre Blätter werden den Dünger für die nächsten Bäume liefern und das ist wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier Grundlagenforschung betreiben und ich bin wahnsinnig froh, dass wir in der Lage sind, das zu tun. Dass dabei
Nutzen herausfallen wird, da könnte ich Ihnen Beispiele nennen, wenn Sie das möchten, nicht nur auf dem Gebiet der Quantencomputing, das wir ja nun eigentlich besprechen wollen, aber ein Beispiel für eine sehr, sehr sinnvolle und wichtige Anwendung zum Beispiel von Lasern und von Laserinterferometrie, was ja mein Heimatfeld ist, ist zum Beispiel die Vermessung des Geoids, also die Vermessung der Erde. Warum ist das wichtig? Weil wir wissen müssen, wie sich der Grundwasserhaushalt auf der Erde verändert. Denn das wiederum hat eine riesige Auswirkung auf die Menschen auf der Erde und das Abschmelzen der Eismassen hat eine Auswirkung auf unser Klima. Und da steht ja völlig außer Frage, dass das etwas ist, was uns alle umtreibt und bewegt, was also gesellschaftlich enorm wichtig ist. Warum können wir das? Weil wir Grundlagenforschung gemacht haben. Nach dem Plädoyer für die Grundlagenforschung, lassen Sie uns da nochmal gerade die Quantenbits, da sind ja auch die großen Firmen Google, IBM so ein bisschen in den Wettstreit geraten. IBM sagt, wir werden jetzt demnächst 433 Quantenbits haben, sagt Google, ach, da legen wir noch 100 drauf. Ist denn tatsächlich die Zahl der Quantenbits das Entscheidende? Da wird ja häufig davon gesprochen, viel wichtiger sei es doch, wie stabil die Dinger überhaupt sein können. Auch da müssen die Physiker, das sind natürlich Dekohärenzzeiten, spielen eine große Rolle. Also die müssen ja, die dürfen nicht mit der Außenwelt reden, die Quantenbits. Und die haben eine starke Neigung dazu, wenn man sie, darum kühlt man die ja. Das ist ja der Grund, warum man das, wenn ich das recht verstehe. Bei den Supraleitern. Bei den Supraleitern kühlt man nicht, die so. Eher nicht. Eher nicht, nein. Ja, also Sie haben gefragt, ob die Quantenbits die relevante Zahl ist. Letztlich würde ich als Informatiker sagen, die Antwort ist ja. Na klar, ich meine, je größer die Anzahl der Quantenbits, desto größer sind die Probleme, die sie lösen. Wir sprechen jetzt von logischen Quantenbits. Wir unterscheiden ja zwischen physikalischen und logischen. Wenn Sie mit den normalen Quantenbits rechnen, das ist fehlerbehaftet. Das heißt, um ein Bit, was man so auf Ihrem normalen Rechner hat, mit einem Quantencomputer darzustellen, das ist ein bisschen schwer zu sagen, aber da brauchen Sie vielleicht 10 oder 100 oder sowas physikalische Quantenbits schließlich, um das zu realisieren. Darum ist es schon sehr wichtig, dass wir viele von denen haben. Und ich meine, wenn wir jetzt an Anwendungen denken, warum macht Google das? Warum macht IBM das? Warum macht Microsoft das? Deren große Geldquelle, also wenn man jetzt mal Google nimmt oder auch Facebook oder diese Leute, ist natürlich schon Machine Learning. Und die wollen bessere Machine Learning-Algorithmen haben. Und dafür brauchen die natürlich leistungsfähige Quantencomputer mit vielen, vielen, vielen Quantenbits, dass große Gleichungssysteme gelöst werden können und große Suchaufgaben gelöst werden können. Also die Antwort ist schon, die Anzahl der Quantenbits spielt eine große Rolle. Ich glaube, die Physiker würden jetzt sagen, dafür braucht man noch viele andere Sachen, das ist klar. Aber ich als Informatiker würde sagen, ja, schon. Herr Ostbergaus, widerlegen Sie den Informatiker so ein bisschen? Nein, tue ich nicht. Ich würde jetzt an der Stelle sagen, wie man sowas bewertet, ist enorm wichtig. Weil Sie schlagen morgens Ihre Zeitung auf und da steht in der Regel immer drin, es gibt so und so viele Qubits. Und was Sie sich immer klar machen müssen, ist, das ist in den allermeisten Fällen die Anzahl der physikalischen Qubits, also der einzelnen Informationsträger. Genau. Das sind die, in unserem Fall hier die einzelnen Atome, die oberhalb von der Oberfläche rumschweben oder wenn man so ein supraleitendes Ding hat, wie es Google und IBM entwickeln und andere auch, nicht auch im akademischen Bereich, dann ist das so eine kleine Spule und ein Kondensator und noch irgendwas dazwischen, was einen Schwingkreis macht. Das ist ein einzelnes Qubit, ein einzelnes Quantensystem. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wie ist das eigentlich mit den Fehlern beim Quantencomputer? Genau. Ne? Ein klassischer Computer, der macht auch Fehler, der macht viel weniger davon. Wenn Sie jetzt eine CD haben, ich bekenne, dass ich noch CDs und DVDs und sowas habe, und man kann jetzt, wenn man so eine CD kaputt machen will, ziemlich übel mit denen umspringen. Man kann mit den Gummistiefeln drüber laufen, man kann mit dem Trecker drüber fahren, mit dem Pferd drüber reiten. Aber das ist ein Speicherthema, ist kein Rechenthema. Genau. Also das ist nicht die Analogie. Also aber man kann normale Prozessoren rechnen immer richtig. Ja, und dann kommt mal irgendwie kosmische Strahlung und alle 100.000 Jahren kippt ein Bit. Genau, und das passiert, Bei Quantencomputern nicht. Ganz anders. Ne? Und dafür gibt es diesen Prozess der Quantenfehlerkorrektur. Der funktioniert so, dass man zusätzliche Qubits auf das Problem draufschmeißt, physikalische Qubits, die man dann zu einem logischen Qubit kombiniert, genau. Was dann besser ist als jedes einzelne von den physikalischen Qubits. Und das kann man auch kaskadieren. Und je nachdem, wie schlecht dieses Qubit ist, ist entsprechend groß dieser Aufwand, um das zu treiben. Und da gibt es
da gibt es so eine Schwelle, wo das Ganze wirklich anfängt, nützlich zu werden. Und zwar kann man den Fehler, den man macht, im Grunde in Prozent messen. In Prozent, ja, bei so einer Rechenoperation. Ja. Und so die Schwelle, wo das wirklich funktioniert mit der Quantenfehlerkorrektur, liegt an dem Punkt, wo man pro einzelner Rechenoperation, also pro die beiden hier reden miteinander, einen Fehler von kleiner als 0,01% macht, also 0,1 Promille. Das ist diese Fehlertoleranzschwelle. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Zahl, die man sich klar machen muss, wenn man immer hört, Qubits, und das sind dann einzelne physikalische Qubits, dann heißt das noch nichts. Ich kann auch bei einem klassischen Computer bei Nullen und Einsen 10 Lichtschalter mit 10 Lampen kombinieren, und solange ich diese Schaltkreise nicht wie im Treppenhaus miteinander verdrahte, sodass der Schalter im Keller und der Schalter oben am Speicher mit der gleichen Lampe oder mit dem gleichen Satz von Lampen im Treppenhaus reden, solange ich das habe, solange ich nicht diese Verknüpfung habe, diese Rechenoperationen, ist das Ganze nutzlos. Das heißt, die Qualität der Rechenoperationen ist wirklich die entscheidende Zahl, die man braucht, um zu beurteilen, wie gut so ein Gerät rechnet. Und dann dürfen es natürlich auch gerne noch viele Qubits sein. Das muss man dann auch noch zeigen können. Es müssen. Ja. Es müssen, sonst macht es keinen Sinn. Geht es überhaupt nicht. Und jetzt kommen wir vielleicht mal auf die Plattform hier zu sprechen oder auch auf andere Plattformen, die es so gibt. Ein Vorteil der Ionen ist, dass man diese Zustände, die man in diesen einzelnen Teilchen hier präpariert, sehr, 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 sehr lange verwahren kann. Also die Lebensdauern von so einem Zustand, den man da präpariert, so einer quantenmechanischen Überlagerung, dass das Atom praktisch in den beiden Zuständen gleichzeitig ist, das kann man minutenlang verwahren. Das ist die Dekohärenzzeit. Das ist die Dekohärenzzeit. Ah. Und die Rechenzeiten sind so im Bereich von Mikrosekunden bis Millisekunden, also Tausendstel bis Millionstel Sekunden. Das ist ein enorm gutes Verhältnis von Rechenzeit zu Speicherzeit. Gleichzeitig muss man sagen, so für Gatteroperationen auf der Skala von, also Sie haben irgendwie einen Computer zu Hause und der rechnet mit Gigahertz-Taktfrequenzen, ne? So mit wie lange so eine Rechenoperation dauert, da ist das sehr viel länger als das, was man so gewohnt ist, ne? Gleichzeitig ist aber dieses Verhältnis von der Rechenleistung, die ich, oder der Rechenzeit, die ich zur Verfügung habe, zu der Zeit, in der es kaputt ist, das ist exzellent. Wenn ich mir jetzt das andere System angucke, die supraleitenden Quantencomputer, dann rechnen die extrem schnell im Nanosekundenbereich, haben aber auch Dekohärenzzeiten, also Zeiten, auf denen die Information kaputt geht, im 100-Mikrosekundenbereich. Und das liegt daran, dass man bei so einem supraleitenden Quantencomputer aber Milliarden von Atomen dazu zwingen muss, dass sie sich wie ein einzelnes Quantensystem verhalten. Das ist ein riesiger Aufwand an Materialforschung, der auch da reingeht. Und bei diesem System hat man hier halt im Wesentlichen identische Atome, die so auch in dieser Sprudelflasche hier drin sind. Hier, diese Sprudelflasche, sind Atome drin, die man auch hierfür verwenden könnte. Gucken Sie mal da drauf, da steht irgendwie Calcium und Magnesium wahrscheinlich drin. Sowas kann man dafür verwenden. Solche Atome werden in Quantencomputern verwendet und die sind von Natur aus identisch. Das sind identische Atome, die verhalten sich exakt gleich, die muss man nicht erst dazu bringen. Und das ist einer der großen Vorteile von diesem System. Und wie ist das im Vergleich mit der Fehlerkorrektur bei diesem System und den Supraleitenden? Also der Google-Rechner, der vor ein paar Jahren, dieser Sycamore-Prozessor, der vor ein paar Jahren Furore gemacht hat, der ist rechnet ungefähr mit einem Prozent Fehler. Ja. Und unser Rechner hier, der in Braunschweig steht, ist im Moment bei einem Fehler von 10 hoch minus 3, also eine Größenordnung besser. Und wir sehen jetzt bei den Einzel-Qubit-Operationen sind wir schon bei 10 hoch minus 4 Fehler, also den 0,01%. Und wir sehen eigentlich keinen Grund, dass man da nicht auch mit den 2-Qubit-Gattern hinkommt. Die Fehlerquellen sind bekannt und die kann man angehen. Und deswegen ist mir ganz wichtig, wenn Sie jetzt das in der Zeitung lesen, fragen Sie nicht nur, wie viele Qubits sind, sondern wie gut rechnet das Ganze denn? Ja? Und das ist auch noch nicht die ganze Antwort, denn bei so einem supraleitenden Quantencomputer sind die Qubits immer irgendwie auf so ein Raster geheftet. Wie bei so einem Schachbrett. Und da redet immer eines mit dem Nächsten und wieder eines mit dem Nächsten und wieder eines mit dem Nächsten. Und wenn Sie einmal mit dem Chip von ganz oben nach unten gehen wollen, ich meine, was exponentielles Wachstum ist, weiß ja heute jedes Kind, seit Corona sein Unwesen mit uns treibt. Ja. Jedes Mal, wenn man bei jedem Gatter einen Fehler von 0,99 oder noch mehr, noch schlechter macht, dann wird das entsprechend ein viel, viel größerer Fehler, wenn man das einmal durchgetauscht hat bis ganz ans Ende. Während man hier mit dieser Architektur
im Wesentlichen jedes Qubit mit jedem anderen zur Wechselwirkung bringen kann, indem man die einfach auf diesem Chip hin und her schiebt und jeweils diejenigen, die miteinander reden sollen, zusammen in die gleiche Suppenschüssel sperrt. Warum macht Google das denn nicht auch so? Das sind halt unterschiedliche Herangehensweisen. Ich würde sagen, dass das Rennen noch nicht ausgemacht ist an dem Punkt. Die Supraleiter haben da auch ihre Vorteile. Und wenn man so jetzt mal von außen drauf guckt, dann ist man vielleicht manchmal versucht zu sagen, so diese Supraleiter, da ist schon irgendwie alles auf so einem Chip drauf und auf einer Platine drauf. Und das ist konzeptionell für Leute, die sich mit sowas beschäftigt haben, näher an der Art und Weise, wie ein klassischer Computer funktioniert, als sowas hier. Und wenn man aus Sicht eines Physikers das anguckt, dann kann man sagen, hey, im Grunde ist das doch viel ähnlicher, oh, jetzt ist mein Qubit kaputt gegangen, zu einem klassischen Computer. Die Kohärenzzeit ist vorbei, ne? Das wäre jetzt schon nicht schlecht gewesen, eine Stunde hat das jetzt gehalten. Das ist im Grunde viel näher an der Art und Weise, wie ein klassischer Computer funktioniert, mit diesen Registern, zwischen denen man die Informationen hin und her schiebt. Und mit diesen Chips darunter hat man ja auch im Grunde eine festkörperbasierte Plattform, mit denen man die festhält. Also das Rennen ist einfach noch nicht da entschieden. Und es gibt ja auch durchaus große Unternehmen wie Honeywell, die diesen Ansatz verfolgen. Also das ist nicht so, dass die Großindustrie allein auf diesen Supraleiterzug aufgesprungen ist. Das würde ich keineswegs so unterschreiben wollen. Nee, die sind in erster Linie bekannt geworden, wirklich durch diesen Wettlauf, den sich dann Google und IBM noch so ein bisschen geliefert haben. Ja, und durch die Zahlen, die natürlicherweise bei denen immer höher sind. Aber ich habe ja gerade versucht, Ihnen zu vermitteln, dass, weil die prinzipiell im Moment immer eine Größenordnung schlechter rechnen, dass die auch größere Zahlen brauchen von den physikalischen Qubits. Wenn es um Geld geht, Herr Decker, welche von diesen Technologien wie gefördert werden sollen, wie kommt man denn da dann zu einer Beurteilung, wohin jetzt eher das Geld geschoben werden soll? Glauben Sie dann den Wissenschaftlern, die sagen, in 10 Jahren, in 5 Jahren? Oder sagen Sie dann doch, die Zahl der Qubits ist wichtig oder diese Kohärenzzeiten, wie lange so ein Qubit überlebt? Ich denke, was offensichtlich geworden ist, ist, wir reden hier noch über größere zeitliche Abstände. Ja, also die 10 Jahre zum Beispiel, aber auch darüber hinaus. Und unser Anliegen ist, wie würde man jetzt denn, wenn man von der Grundlagenforschung kommt, da haben Sie ja ein starkes Plädoyer dafür gemacht, wie würde man denn jetzt erste Trajektorien in der Innovation, man möchte irgendwie in die Anwendung kommen, Innovation machen und natürlich auch diese Texte haben Sie alle schon gelesen, dass Quantentechnologien für einen Standort wie Deutschland auch als innovationssichernd, als zukunftssichernd irgendwie gelten. Das heißt, irgendwie müssen aber die Trajektorien von der Grundlagenforschung von einzelnen Qubits bis hin zu der Simulation, wo es einem weiterhilft, zum besseren Krankheit verstehen, zum Krankheiten heilen. Diese Trajektorien müssen wir ja eigentlich lückenlos zeichnen, um dann zu sehen, wenn man die Quantencomputing hätte, was müsste ich denn noch alles entsprechend erforschen und vielleicht auch darauf anpassen, dass ich jetzt ein anderes grundlegendes Computing habe, dass ich dann den Ertrag am Ende der langen Kette in der Anwendung auch wirklich bekomme. Und da wäre es natürlich fatal, wenn wir das sequenziell machen würden, wenn wir jetzt abwarten würden, welcher Quantencomputer ist denn jetzt der beste und erst dann anfangen, die weiteren Schritte entsprechend zu denken. Das heißt, wir versuchen frühzeitig irgendwie diese weiteren Trajektorien zu machen und dann Plausibilitäten zu entdecken. Und wenn wir dann Plausibilitäten haben, wo wir sagen, die Fehlertoleranz scheint jetzt bei dem System zwar nicht so gut zu sein, dafür hat es andere Stärken. Das heißt, gibt es Anwendungen, wo man da vielleicht tolerabler sein kann, weil man zunächst mal einen First Abschätzung braucht und damit schon relativ weit weiterkommt. In anderen Anwendungen wird es auf die Präzision ankommen, wo wir sagen können, wenn das irgendwie fehlerbehaftet ist, können wir es nicht verwenden. Und diese Art Dinge dann weiter zu erzählen und das würde dann im nächsten Schritt, was kommt nach der Grundlagenforschung, da kommt so die allererste Stufe der Anwendungsorientierung. Und dann ist es ja so, dass die Fördermittel leider immer zu knapp sind. Es ist nicht so, dass man alle Pfade finanzieren kann. Und wenn man dann einige Plausibilitäten hat, wo man sagt, für uns lohnt sich das, diesen Pfad mal zu verfolgen, das ist eine Empfehlung, die man zum Beispiel einem Forschungsministerium geben könnte. Und dann hat man unter all den vielen Bandbreiten, die man da hat, einige durch Plausibilitäten etwas näher gebracht. Und da sollte man dann das Geld zunächst mal hin entwickeln. Und das ist aber alles ein Prozess, der eben dauerhaft weiter beforscht wird, weil diese erste Plausibilität muss ich dann natürlich weiterhin bestätigen.
Und das sind die Pfade, die wir da versuchen entsprechend zu machen. Und am Anfang, in der frühen Entwicklungsphase, hat man keinen anderen Zugang, als allen Leuten zuzuhören, die darüber reden, was man damit wohl in Zukunft wird machen können und was das bedeutet. Und wir laufen dann los und sagen dann, ah ja, Simulationen, was ist da der Stand der Technik heute? Wann würde man denn sagen, man hat wirklich was besser gekonnt? Ist das, was hier in Aussicht gestellt wird, ist das in dem Bereich? Und das sind dann diese Plausibilitäten, mit denen man dann Forschungsförderung auch lenken kann. Frau Oester, würde mich interessieren, haben Sie den Eindruck, dass Ihnen auch genug zugehört wird oder orientieren sich dann auch die Fachleute in der Politik nicht doch stärker an diesem Google-IBM-Wettlauf, weil sie da mitmachen wollen? Sie meinen mich als Vertreterin des Feldes, nicht mich persönlich, nicht wahr? Ja, ja, als sozusagen voller hannoverschem Patriotismus mit Ionenfalle und all dem, was da so. Also um mal ein Beispiel mit dem Lokalpatriotismus zu bringen, wir sind wahnsinnig stolz und dankbar, dass die Regierung in Niedersachsen uns, und damit meine ich alle meine Kollegen, so zugehört hat und uns da so unterstützt hat. Das kann ich einfach mal mit Fug und Recht sagen. Ich glaube, da Christian nickt auch. Das ist ein großer Vertrauensbeweis, ist vielleicht das falsche Wort, aber auch natürlich Vertrauensbeweis, denn man muss nicht Quantencomputing im Detail verstehen können, um zu beurteilen, dass das eine zukunftsträchtige Technologie ist, die uns in Niedersachsen nützt. Und ich glaube, dass im Moment gerade ein ganz gut offenes Ohr generell in Deutschland, in Europa vielleicht, für eben die Quantentechnologien da ist. Es gibt dieses Quantum Technology Flagship, was von langer Hand aufgegleist wurde und sehr, sehr erfolgreich segelt, wenn man das als Flagship bezeichnen möchte. Es gibt diverse Entwicklungen, die sich nicht nur mit dem Quantencomputing beschäftigen, sondern mit den Quantentechnologien im Allgemeinen. Ich rede hier über Präzisionsmessungen auf der Quantenebene, die uns dazu bringen, zum Beispiel bessere Quantensensoren zu haben für alle Bereiche, die das betreffen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, momentan eine Konsequenz dessen, dass die Quanten in Mode sind, aber auch, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gut zugehört wurde. Ich möchte natürlich hoffen, dass das so bleibt und vielleicht sogar noch mehr wird, denn manchmal ist es ja auch sehr spannend, sich mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu unterhalten. Aber im Moment ist das, glaube ich, eine gute Zeit für die Quantentechnologien. Ja, in dieser guten Zeit für die Quantentechnologie haben sich vielleicht bei Ihnen heute Abend auch Fragen ergeben oder Sie würden gerne noch eine Anmerkung machen. Wir haben jetzt hier vier ausgewiesene Expertinnen, drei Experten, eine Expertin sitzen. Nutzen Sie das und wenn Sie da eine Frage haben, wir haben ein Saalmikrofon, dann wäre es prima, wenn Sie die auch jetzt stellen würden. Kommt immer ein bisschen überraschend, deshalb, da gibt es schon die erste Wortmeldung, ne? Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Begriff Ionenfalle. Also da habe ich heute Abend eine ganze Menge gelernt, auch viel Neues. Ich kenne den Begriff Ionenfalle aus der uralten Schwarz-Weiß-Technik von Fernsehgeräten. Und jetzt ist meine Frage, das hörte sich hier irgendwie für mich völlig neu an, haben diese beiden Ionenfallen physikalisch was miteinander zu tun? Also die Ionenfalle im Schwarz-Weiß-Fernsehgerät. Der saß früher auf den Bildröhren, ganz zu Anfang mit den so riesengroßen Ablenkdingern. Da musste man die Ionenfallen so stellen, das nannte sich Ionenfalle. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich eine Ionenfalle war oder was anderes, dass überhaupt der Strahl vorne auf die Bildröhre kam. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und dann starb das Gott sei Dank so langsam aus, weil man damit immer die Lehrlinge ärgerte. Also die Bezeichnung kenne ich tatsächlich nicht. Ich kann jetzt nur spekulieren, was die Funktion da gewesen ist. Kennt das jemand? Ich habe es noch nie gehört, nein. Doch, da gibt es jemanden, der es kennt. Vielleicht können wir. Ja, ich will vielleicht generell etwas sagen. Die Frage ist, wenn man in der Wissenschaft arbeitet, da muss man sich sehr genau auch strategisch überlegen,
wo man hin will. Ich komme gleich auf die Ionenfalle noch zurück. Mhm. Und die Situation in Hannover ist ausgesprochen günstig, sich mit diesem Gebiet zu beschäftigen. Sie haben vielleicht gemerkt, dass die Quantenoptik eine wesentliche Rolle spielt bei dem Verständnis der Entwicklung dieses Quantencomputers. Und wir haben tatsächlich zwei außergewöhnlich gute Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Das ist der Christian, der da vorne sitzt, aber auch Pete Schmidt bei der PTB. Das sind hervorragende Wissenschaftler auf dem Gebiet der Quantenoptik. Es ist schon ein bisschen gesagt worden, dass wir die Unterstützung haben der Politik. Und das ist natürlich immer sehr wesentlich. Sie müssen auch Geld haben, sonst können Sie keine vernünftige Forschung machen. Jetzt komme ich zu dem dritten Punkt. Also leider ist das so, dass ich Ihre Frage nicht beantworten kann. Aber die Fallen, die Atomfallen oder Ionenfallen, wie immer Sie das nehmen, das ist ein Gebiet, das bei der PTB seit Jahren intensiv verfolgt wird, und zwar für die Atomuhren. Und wenn Sie in ein Gebiet einsteigen, dann brauchen Sie da auch eine Technologie. Und diese Technologie ist nun gerade bei der PTB in einer ganz besonders hervorragenden Weise vorhanden. Dazu gehören auch noch andere Substrukturen, die ich jetzt nicht nennen will. Aber dann gibt es in der Wissenschaft, ich habe für die Wissenschaft immer so jemand, der Wissenschaft betreibt, da gebe ich immer 10 Gebote. Das muss erfüllt sein, die will ich Ihnen jetzt nicht alle durchdeklinieren, das wäre ein bisschen zu langweilig. Aber ich nenne noch ein Gebiet, das also wahnsinnig wichtig ist in der Wissenschaft. Sie müssen vernetzt sein, Sie müssen hervorragend vernetzt sein. Und wenn man jetzt nach Europa schaut und fragt mal, wo ist denn ein hervorragender Mann, das ist der Herr Blatt in Innsbruck. Den wollte ich mal nach Hannover hier berufen, aber hat dann nicht ganz geglückt. Und der Herr Blatt hat gerade die gesamte Initiative an der Ludwig-Maximilian-Universität auf diesem Gebiet übernommen. Und da sehen Sie, ich will jetzt auch nicht weiterführen, diese Vernetzung ist ebenfalls in wunderbarer Weise hier gegeben. Und darum sind die Voraussetzungen, hier zu einem Erfolg zu kommen, schon ausgezeichnet. Ich will gleich aufhören. Sie müssen sich überlegen, warum vor 50 Jahren war der Club of Rome gegründet worden. Und da hieß es Grenzen des Wachstums. Müssen wir unbedingt hier auch mit vorne sein? Ja, ich glaube, wir müssen es schon. Denn wenn Sie die Aktivität sehen in einigen Ländern, also zum Beispiel in China, die ja neulich behauptet haben, wir haben den ersten Quantencomputer, aber sie sind unheimlich hart auf diesem Gebiet und treiben voran. Und ich denke, wir sind ganz gut beraten, auch in Hannover das zu tun. Dass Niedersachsen einen gewissen Ruf hat, auch in der Wissenschaft eine Bedeutung zu haben, liegt mir sehr am Herzen. Vielleicht können Sie das verstehen. Ja, vielen Dank. Vielleicht kann ich gerade anschließen an dieser Stelle eine Frage aus unserem digitalen Publikum, und zwar, welcher Quantencomputer-Typ kann dann besser und schneller hochskaliert werden und wie? Oh, ja, das ist eine Schlüsselfrage. Nur wenn man das wüsste, könnte man wahrscheinlich viel Geld verdienen. Wir hoffen natürlich diese Plattform, die uns hier am Herzen liegt. Aber wie gesagt, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und ich glaube, jede Architektur hat da jenseits von Skalierungsfaktoren von 10 und 100 ihre dreckige Wäscheliste von Problemen, die sie zu bearbeiten hat. Und man kann sagen, es gibt für keinen der Ansätze, die im Moment verfolgt werden, ein prinzipielles Problem, sich das groß vorstellen zu können. Aber bei der praktischen Implementierung
kann das da schon noch die ein oder andere Überraschung geben, wo man dann mal was härter nachdenken muss. Und also ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben für diese Ionenfallentechnologie. Da verwendet man im Moment diese Chips, die ich hier mit meinem Lego-Modell so ein bisschen illustriert habe. Und ein wichtiger Schritt, den wir gemacht haben, war, dass wir die Rechenoperationen nicht wie in dem Standard-Ionenfallen-Computer, den Sie irgendwo kaufen können, ich übertreibe es jetzt, ja? Also nicht in dem Standardansatz des Ionenfallen-Quantencomputers, macht man das mit Laserstrahlen, die man über die Oberfläche drüber fokussiert, dass man die Rechenoperationen implementiert. Und diese Lasersysteme sind wahnsinnig kompliziert. Die füllen optische Tische, die größer sind als dieses Podium hier und müssen alle auf Mikrometer genau justiert werden. Und in dem Ansatz, den wir verfolgen, das kann man vielleicht nochmal so ein bisschen hochhalten, da sind hier unten in die Oberfläche so kleine Strukturen rein integriert, wo man einfach ein Mikrowellensignal durchschickt und das sorgt dafür, dass die Rechenoperationen mit den Qubits gemacht werden. Und mein Mobiltelefon ist jetzt gerade bei der Reparatur, deswegen kann ich das nicht hochhalten und sagen, hier, da stecken Mikrowellensignale drin in so einem Mobiltelefon. Aber im Grunde ist es ja so. Ja? Also das ist ein ganz wesentlicher Schritt, dass man diese Integrationsarbeit leistet, dass man das alles zusammendenkt, dass man die verschiedenen Aspekte der Technologie, die man braucht, um sowas groß zu machen, dann auch zusammendenkt. Das ist eine Integrationsaufgabe. Und ein wesentlicher Schritt für uns jetzt ist, dass man nicht nur diese Rechenmechanismen in die Oberfläche rein integriert, in diese Chipstruktur rein integriert, was für einen klassischen Computer übrigens selbstverständlich ist, sondern dass man auch das hier, deswegen habe ich das da reingemacht, das Licht an und aus, die notwendige Laserkontrolle, die man noch für den Michael Schanze braucht, also fürs Auslesen und Präparieren der Quantenbits, dass man das auch noch mit reinbaut. Und das ist so ein Beispiel, wo man dann einen entscheidenden nächsten technologischen Schritt gehen muss und wo man nochmal wieder hart nachdenken muss, wie man das am besten macht. Und dann muss es noch, wenn ich mir erlauben darf, zu ergänzen, jetzt kommt die Informatikseite noch dazu. Dann muss es kombiniert werden mit den Algorithmen. Wir müssen ja nächste Schichten machen, uns Algorithmen ausdenken. Wir müssen auf der Algorithmenebene uns überlegen, welche dieser Gatter, die Sie da haben, brauchen wir eigentlich und welche nicht. Also da muss es eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen Informatikerinnen und Informatikern und Physikerinnen und Physikern geben, dass die dann auch so funktionieren. Nicht, das hatten Sie ja auch angesprochen. Wir dürfen nicht erst das eine oder das andere, wir müssen das parallel entwickeln. Und dann müssen die entsprechend auch die diese Computerprogramme entwickelt werden und Optimierungen entwickelt werden und alles. Und das geschieht ja auch schon gerade. Und da ist das so wichtig, was Herr Welling gerade gesagt hat, dass sich solche Netzwerke bilden. Das ist ein bisschen schade, das ist bei den aktuellen Ausschreibungen ein bisschen hinten runtergefallen, dass man solche Vernetzungsstrukturen schafft. Aber das ist das, was wir hier in Niedersachsen richtig gut hingekriegt haben. Machen Sie auch haben. Mit Informatikern? Mit dem QVLS, genau. Und zwar haben die Kollegen in der Informatik in Hannover und in Braunschweig ja große Förderprojekte jetzt auch eingeworben beim BMWI und beim BMBF. Und in den Meetings, die wir jetzt so einmal im Monat Schön. Haben, entsteht da so was ganz Neues, was ich vorher noch nie erlebt habe, wo jemand, der sich damit beschäftigt, wie ich so einen Quantencomputer jetzt nach außen mit Schnittstellen Benutzern genau. zur Verfügung stellen kann, wie der dann so Bibliotheken entwickelt, genau. wie dann andere sagen, dafür muss ich das Atom aber dahin schieben, das ist dann ein Atomphysiker und dann kommt ein theoretischer Physiker an und sagt, diese Gatter tun das und dann kommt jemand von den Hochfrequenztechnikern in Braunschweig und sagt, dafür muss ich folgende Mikrowellenpulse haben und das kann ich mit diesem Gerät machen. Und so sitzen wir jetzt in diesen Meetings zusammen und da entstehen ganz neue Strukturen und das macht im Moment einen richtigen Spaß. Da würde ich gerne einstimmen, denn ich darf ja Teil sein des Ganzen und in QVLS, in einem der Knoten, die wir haben, arbeite ich als Experimentalphysikerin, die von Haus aus Quantenoptik betreibt für die Grundlagenforschung und für die Quantentechnologien. Arbeite ich zusammen mit einem Quanteninformationsmenschen aus der Theorie hier in Hannover und einem Informatikern aus Braunschweig und einem Informatiker hier aus Hannover. Und das ist eine ganz tolle Community, die sich da gerade entwickelt und wir können nur davon profitieren. Also es ist gerade ein ganz hervorragendes Environment, ganz hervorragende Umgebung. Und was wirklich toll hier ist in der Region, dass wir eigentlich diese ganze Futterkette abbilden von der theoretischen Physik und den Grundlagen und den Algorithmen über die Informatik, die sich halt, Entschuldigung, wenn ich jetzt so eine Werbeveranstaltung daraus mache, aber mich begeistert das einfach, ja, die sich mit der Kontrolle dieser Geräte beschäftigt und mit dem Algorithmendesign und dann die Nanophotonik und Optik und die Atomphysik, die ja seit
also nicht Kernphysik, sondern Atomphysik, ja, ist wichtig, die sich mit dem Fangen und der Manipulation dieser Atome beschäftigt und auch die Mikrofabrikation, die es einem überhaupt erst erlaubt, solche Strukturen herzustellen. Dass das alles zusammenkommt jetzt, ist wirklich ein großes Geschenk. Und die ganze Infrastruktur drumherum, die notwendig ist, zum Beispiel die notwendigen Reihenräume zu haben, also das Laboratorium für Nanoengineering zum Beispiel in Hannover oder das LENA in Braunschweig, diese ganzen Infrastrukturen, die wir benötigen, um solche hochintegrierten Plattformen überhaupt herstellen zu können, unter reinsten Bedingungen, hochpräzise, das kommt nicht von ungefähr. Das ist von langer Hand aufgebaut und da muss man eben sehr, sehr langen Atem haben, um da lange Geld drauf zu geben und lange Forschungsarbeit reinzustecken und dann kommen eben so schöne Sachen dabei raus, wie wir jetzt kriegen. Ja, auch ich, sorry für die Werbeveranstaltung. Genau, das war jetzt der Werbeblock für die Hochtechnologie. Ist ja schön, dass Sie mit uns überhaupt noch reden. Ne? Entschuldigung. Ja, ein paar historische Worte zur Ionenfalle im Fernseher. Die Fernsehröhre arbeitet so, dass sie Elektronen mit hohen Spannungen beschleunigen. Und wenn die oben auf der Leuchtfläche auftreten, dann gibt es da ein paar Atome, die haben Elektronen in der Kreisbahn und wenn die rausgeschlagen werden, dann werden daraus Ionen und die sind positiv geladen. Und wenn das Material nicht so richtig in Ordnung ist, wie es früher war, in Anführungsstrichen, dann haben sie dich selbstständig gemacht und sich als Wolken vielleicht in der Fernsehröhre verteilt. Und mit passenden Materialien hat man dann die Ionen wieder eingefangen oder mit passender Spannung. Das waren dann die Ionenfallen, wie sie damals funktioniert haben. Also wenig geeignet für Quantencomputer. Aber vielleicht gibt es einen alten Fernseher, den Sie mal analysieren können, der Ihnen da weiterhilft. Vielleicht ist das so was Ähnliches. Sehr gut. Ja, wunderbar, vielen Dank. Haben wir auch die Frage beantwortet. Also was Ähnliches wie eine Ionenpumpe im Grunde, ne? Mhm. Herr Schütte? Ich habe noch mal eine Frage jenseits der Physik und jenseits der Informatik, nämlich eher zum Marketing. Wenn man sieht, wie Google und IBM jetzt arbeiten, die stellen ihre Prototypenrechner einem breiten Publikum zur Verfügung und sagen, macht was damit. Und die versuchen damit so eine Art Nutzer-Community zu schaffen und Nutzerinnen-Community, die gleichzeitig dafür sorgt, dass das Produkt am Markt sich etabliert. Und wenn ich einmal an die Fernsehanalogie der 50er Jahre mit einer Analogie zu den 70er Jahren anknüpfen darf, damals wurden Videotechnologien entwickelt und in Deutschland gab es Video 2000, war irgendwie ingenieurtechnisch super durchgetaktet, alles war ideal. Aber hat sich am Markt nicht durchgesetzt, weil VHS technisch deutlich schlechter, einfach von japanischen Herstellern viel schneller am Markt etabliert wurde. Laufen wir durch das Marketing der großen Tech-Konzerne Gefahr, dass sich vielleicht eine schlechtere Technologie am Ende doch aufgrund deren Marketingkraft schneller durchsetzt? Herr Osbeckhaus, wollen Sie, also würde auch bedeuten, die Supraleitung, mit der Google da arbeitet, ist dann doch die schlechtere Technologie. Wäre das nicht auch eine Unterstellung? Da würde ich jetzt ganz große Probleme in der Diskussion sehen. Das würde ich auch so sehen, dass man, also ich persönlich würde da nie sagen, jetzt das eine oder das andere ist jetzt schon entschieden. Mhm. Wo man aufpassen muss, ist, dass man den öffentlichen Diskurs über die Bewertung von diesen Maschinen wirklich mehr versachlicht und dass man die Öffentlichkeit auch dafür sensibilisiert. Und das ist ja auch Teil dessen, was wir heute Abend machen, wie man solche Maschinen bewertet. Ja. Und vielleicht kann man eine Sache ergänzen. Das ist ja etwa auch im Bereich des Machine Learning so. Die arbeiten mit so gigantischen Geldmitteln. Also ich glaube, es ist das Marketing, was Sie genannt haben, ist ein Thema. Aber wenn Sie mal die Machine Learning-Forschung nehmen, die können sich die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kaufen, weil sie die höchsten Gehälter bezahlen. Die können die riesigsten Rechenzentren betreiben. Das ist tatsächlich ein Wettbewerb. Da muss man sich was überlegen. Und umso toller finde ich es, jetzt kann ich das auch sagen, dass sie das hier so machen. Und ich meine, sie setzen jetzt auf die Ionenfallen und sie sind schon sehr weit fortgeschritten. Und vielleicht, wenn es dann so wäre und das ist die bessere Technologie, dann stellt man ihnen noch ein paar gute Werbeleute zur Seite und ja, also vielleicht, ich meine, das wäre natürlich eine gute Anregung von Herrn Schütte, stellen Sie es auch ins Netz. Ne? Sie haben ja auf IBM zum Beispiel angesprochen, die haben ihre 35 Quantenbits, können Sie frei programmieren heute.
Können Sie sowas auch machen? Ja klar, da arbeiten wir ja dran. Ah. Hm? Also das war das Meeting, wo ich eben drauf anspielte. Da ging es genau um das Thema. Wobei man eine Sache sagt, ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrung ist. Meine Universitätserfahrung ist, das aufrechtzuerhalten, ist extrem teuer und schwierig, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Forscherinnen und Forscher, die das machen wollen, eigentlich keine Lust dazu haben, solche Service-Dienstleistungen zu machen, oder? Also da würde ich, glaube ich, sagen, Entschuldigung, ich weiß, Herr Decker schaut schon mit den Hufen. Nur ganz kurz zu diesem Outreach, den Sie da gerade ansprechen. Da ist eine Menge Begeisterung bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorhanden. Aber das muss natürlich auch möglich sein, denn wir werden natürlich daran gemessen, was wir an Forschungsleistung erbringen. Und es muss auch anerkannt werden, dass dieser Outreach auch für eine Akzeptanz in der Gesellschaft total wichtig ist. Und ein Beispiel, das Sie gerade angesprochen haben, diesen Brain Drain, wie man das ja gerne nennt. Wir können natürlich im universitären Bereich nicht erwarten, dass Gehälter gezahlt werden, wie Google sie bieten kann. Und wir spüren diesen Brain Drain. Ich habe mit Kollegen geredet aus der Informatik, die ganz klar gesagt haben, ich könnte zu Google gehen und würde, ich habe so eine Zahl vergessen, weil sie so eine hohe Zahl, also eine Fantastillion verdienen, wenn ich zu Google ginge. Also da müssen wir einfach sehen, dass wir ein interessantes Umfeld schaffen, in dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen gewissen Freiraum haben, diese interessante Forschung zu betreiben. Das muss attraktiv sein und dazu gehört eben auch, dass man in Interaktion treten darf und soll mit der Gesellschaft und die beteiligen kann. Noch ein anderer Punkt. Wegen der VHS-Kassette. Ne? Eine Zeit lang konnte man diese Dinger ja mit sich rumtragen und die standen ja in jedem Haushalt. Und der stehende Witz ja, war ja, wie programmiert man den Videorekorder und wer kann das und wer kann das nicht? Wir reden ja hier über etwas konzeptionell anderes. Das sieht man hier schon an diesem Größenvergleich. Zwar ist das hier am Ende ein kleiner Chip und viel kleiner als diese sympathische Wissenschaftlerin, die wir ja gewinnen konnten, weil das ganze Projekt so attraktiv ist. Und Sie sagten das eben, man stellt sich das eher vor wie ein Koprozessor in einem Rechenzentrum. Ja. Das ist ja nicht etwas, was alle Haushalte durchdringen wird, in dem Sinne, dass sich jetzt das eine oder andere durchsetzt, weil das jeder zu Hause hat und weil man die Kassetten untereinander tauschen kann. Sondern hier kann man wirklich auch gucken, was kann das Ding am Ende und was leistet es. Und entsprechend kann man sich das eine oder das andere hinstellen, hofft man zumindest. Und naja, aber ich meine, wenn Sie jetzt über Industrie nachdenken, Hardware-Industrie im klassischen Sinne haben wir auch nicht. Also wenn wir das erreichen wollten, dann sind nochmal ganz andere Klimmzüge nötig. Aber ich glaube, wir kommen langsam dahin. Also das entwickelt sich, ja. Quantentechnologische Industrie, die relevante Art? Ja. Ah, toll. Herr Decker. Ja, das Interessante an Ihrer Frage, Herr Schütte, ist meines Erachtens, warum gehen die da so früh überhaupt rein? Früher innovationstheoretisch wäre ja die Industrie in der Grundlagenphase der Forschung eigentlich noch gar nicht eingestiegen. Und ich glaube, dieses Vorwettbewerbliche, das ist für die dann attraktiv, wenn sie alle Forschenden quasi zu sich holen. Das heißt, ich glaube, im Gesamtgeschäftsmodell holen sie sich genau die Leute da schon mal früh ran, weil sie haben coole Infrastruktur, an die sie die Leute schon mal holen. Und wenn die mal bei sich haben, dann sind die natürlich auch froh, wenn sie die vielleicht auch für sich gewinnen können. Das ist, glaube ich, ein Teil der Medaille. Und das andere ist, sie kommen durch Erfolge und in dieser frühen Entwicklungsphase sind ja diese Erfolgsstories, also dass man eben, das habe ich gelesen, irgendein Traveling Salesman Problem konnte so und so viel tausend und noch schneller mal gelöst werden, diese Erfolgsgeschichten, wenn die jetzt an diesen Maschinen erzielt werden und die werden dann mit dem Branding der Marke in Verbindung gebracht, dann hat es natürlich einen unglaublichen Teil. Es wird sehr interessant, wenn wir in die wettbewerbliche Phase dann kommen, ob die Systeme dann immer noch so offen halten oder ob sie dann den zum Beispiel Machine Learning Aspekt dann doch nicht lieber für sich wieder ein bisschen mehr kapseln. Wenn Sie noch Fragen haben, bitte da oben. Ich hätte eine Frage an Professor Buchmann. Und zwar haben Sie am Anfang der Diskussion die Quantenalgorithmen angesprochen. Gibt es denn eine Möglichkeit, mit Quantencomputing allgemein NP-schwere Probleme oder dieses große Problem der Informatik, dass P gleich NP ist, zu lösen? Das ist nicht bekannt. Also wie gesagt, es gibt sehr konkrete Probleme, die man benennen kann. Ein Problem ist die Faktorisierung von großen Zahlen, haben wir vorhin gesprochen. Ein Problem ist, in einer großen Menge von Objekten, die unsortiert sind, ein Objekt, das eine bestimmte Eigenschaft hat, zu finden.
Ein Problem ist es, ein sehr, sehr großes lineares Gleichungssystem zu lösen, das nur wenige, also das dünn besetzt ist, wie wir technisch sagen. Aber selbst die Lösung können Sie nicht angucken, sondern nur gewisse Eigenschaften der Lösung angucken. Und das war es dann auch schon im Wesentlichen. Ja, also wir wissen nichts über diese Frage P gleich NP oder P ungleich NP in dem Kontext. Plus die Simulation von Quantensystemen. Ja, genau, das ist eine interessante Frage. Simulation von Quantensystemen würde ich jetzt als Informatiker, also das so ist immer mental in der Physik-Chemie-Ecke, darum erwähne ich das nicht mit, aber das ist eine der entscheidendsten Anwendungen, völlig richtig. Aber es ist nicht so im strengen Sinne eine algorithmische Anwendung. Ja, wenn bei Ihnen noch weitere Fragen da sind, nutzen Sie die Chance. Hier vorne wird noch gezeigt. Ah ja, okay, jetzt habe ich es. Also, ich habe gleich zwei Fragen. Die erste, mir ist noch nicht ganz klar geworden, warum ich mit einem Quantencomputer mit dieser sehr überschaubaren Anzahl von 100 Qubits schon sehr, sehr komplexe Rechenoperationen ausführen kann. Weil wenn ich jetzt irgendwie so einen simplen, klassischen Intel Core i irgendwas in einem simplen Büro-PC nehme, hat da glaube ich über 1 Milliarde Transistoren oder noch viel mehr heutzutage. Aber mit den Transistoren, da kann ich mir irgendwas darunter vorstellen, dass man die halt einfach clever miteinander verschaltet und ich dann logische Gatter erzeuge und ein Rechenergebnis kriege. Aber ich habe halt eine riesige Anzahl von Transistoren. Ne? Und warum kann ich das mit so einem Quantencomputer mit 100 Qubits oder irgendwie sowas machen? Die zweite Frage, wenn der Quantencomputer jetzt gerechnet hat und ich in diesem Quantensystem nun zu irgendeinem Ergebnis komme, dann muss ich das ja auch irgendwie auslesen. Ich brauche ja irgendeine Messung dahinter, um das Ergebnis quasi bestimmen zu können. Und beim quantenmechanischen System denkt man ja immer gleich irgendwie an Schrödingers Katze. Ich mache den Kasten auf, gucke rein, das System ist bestimmt, die Katze ist tot. Warum ist das beim Quantencomputer dann nicht der Fall, wenn ich das Ergebnis auslesen möchte? Naja, also erstens ist es wohl der Fall. Es ist exakt das, was passiert. Also da sind jetzt keine Katzen drin oder sowas. Aber Pferde. Es ist haargenau so, wie Sie sagen. Also ich beantworte mal die zweite Frage. Sie haben am Schloss einen sogenannten Quantenzustand. Und dieser Quantenzustand besteht aus vielen Quantenbits. Und alle diese Quantenbits befinden sich in einer Überlagerung von 0 und 1 mit unterschiedlichen Gewichten, wenn Sie so wollen. Ja? Und dann machen Sie eine Messung und dann bekommen Sie für das erste Quantenbit eine 0 und für das zweite Quantenbit eine 1. Also haargenau wie bei der Schrödinger Katze. Und wie wahrscheinlich das ist, hängt dann, das sind mathematische Dinge, also da gibt es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und das führt mich zur ersten Frage. Warum kann man damit viele Sachen machen? Das Stichwort heißt Interferenz. Das sind ja sogenannte Wellenfunktionen. Und Sie kennen das, wie wenn Sie einen Stein ins Wasser werfen oder wenn Sie solche Spaltexperimente machen. Sie müssen das so geschickt machen, nicht, also sozusagen haben Sie immer die ganzen Wellen, während Sie da so rumrechnen. Sie müssen das so geschickt machen, dass die Peaks, die durch Überlagerung entstehen, das ist, woran Sie hinterher interessiert sind. Und wenn die Peaks, ja, und da addieren Sie dieses und jenes und wenden irgendwelche Operatoren an und sowas. Und das machen Sie so, dass das, die Peaks sind die Sachen, die Sie hinterher mit hoher Wahrscheinlichkeit messen. Und das sind die Zahlen, an denen Sie interessiert sind. Und das ist die Kunst der Quantenalgorithmen. Es ist nicht so ganz einfach zu verstehen, wie jetzt der Einzelne funktioniert, kann ich jetzt nicht machen. Aber Sie können sich das wirklich wie ein Interferenz Muster vorstellen, das da entsteht und das Sie geschickt erzeugen. Also aus der Physik, aus dem Physikunterricht kennen Sie das. Je nachdem, wie nah Sie diese Spalte machen oder wie viel Sie da machen, kriegen Sie hinterher dieses oder jenes Bild. Und das ist so ähnlich, ja. Sie erzeugen so Spalte und sowas und kriegen hinterher genau das Bild, das Sie sehen wollen. Und das ist die Kunst und darum können Quantencomputer auch nicht alles. Ganz genau. Sie haben, das Ding ist gleichzeitig 0 und 1 und das ist so eine Welle und die anderen sind auch so Wellen und die Wellen da jetzt alle so da durch und überlagern sich und dann kommen diese Peaks zustande und weil Sie das clever gemacht haben, sind die Peaks da, wo Sie es wollen. Und dann können Sie hinterher messen, dann vergisst das die Überlagerung und es sind Nullen und Einsen, aber die Sie wollen. Darf ich eine Analogie bringen, weil diese Frage, die Sie gestellt haben, war super fundamental und wirklich gut und auch schwierig zu beantworten. Und da waren jetzt viele Fachbegriffe wie Interferenz drin, für die Fachleute, glaube ich, ganz viel Appreciation, ganz viel Wohlwollen haben, weil sie es wiedererkannt haben. Aber wer vielleicht mit Interferenz nicht ganz so viel anfangen kann,
Wir hatten, glaube ich, in der Diskussion schon mal sowas gesagt, wie Quantencomputer sind besonders gut für besondere Anwendungen. Und sie sind besonders gut, um zum Beispiel Quantensysteme und Verhalten von Quantensystemen zu simulieren oder zu, ich nenne es mal, vorherzusagen. Und das ist die Sache mit diesen Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist denn, dass das Ergebnis dabei rauskommt? Das ist die zugrunde liegende Krux der Quantenmechanik, dass wir immer nur über Wahrscheinlichkeiten reden können. Und erst wenn wir, wie Herr Buchmann gesagt hat, die Kiste aufmachen und gucken, ob die Katze lebendig oder tot ist, dann muss ich sozusagen die Wirklichkeit entscheiden, ist die Katze jetzt tot oder lebendig? Bevor ich die Kiste aufgemacht habe, in diesem Schrödingers Katze-Gedankenexperiment, ist sie in einem Überlagerungszustand. Etwas, was uns makroskopisch völlig fremd ist. Ich möchte deswegen gerne eine Analogie nehmen, ganz schnell. Ich hatte mich mit meinem Mann im Vorfeld dieser Podiumsdiskussion ein bisschen diskutiert und habe dann, der ist Maschinenbauingenieur und versteht deswegen sehr viel Technisches, aber Quantenmechanik ist nicht sein Heimatfeld. Und dann habe ich gesagt, das ist so, wenn du einen Quantencomputer anwendest, ist das so, wie wenn du einen Formel-1-Rennwagen nimmst und den über den Nürburgring jagst. Dafür ist der perfekt gemacht. Wenn du den aber auf einen Weg zu einer Almhütte hin stellst, dann wird der versagen oder wird sehr, sehr schlecht oder wahrscheinlich gar nicht ankommen. Dafür bräuchte man vielleicht einen Quad oder einen Unimog oder irgendein anderes gutes geländegängiges Fahrzeug. Das wiederum würde auf dem Nürburgring keinen Blumentopf gewinnen. Ja, also das ist vielleicht so die Analogie dazu. Der Quantencomputer ist das Rennpferd für bestimmte Anwendungen oder der Formel-1-Rennwagen für bestimmte Anwendungen. Wo der konventionelle klassische Computer, ich will nicht sagen, dass das Quad oder der Unimog ist, aber eben ein Auto, das besser geeignet ist für andere Strecken. Und ich hoffe, dass das ein bisschen hilft für die Leute, die mit Interferenz nichts anfangen können. Oder offensichtlich, ne? Ja. Dankeschön. Noch ein Versuch. Wenn Sie mit einem Bit starten, das ist ja die Einheit der Information, wie wir sie kennen, 0 oder 1, Licht an oder Licht aus oder wie Sie das auch immer einkodieren wollen. Wenn Sie einen Qubit nehmen, dann lassen sich alle Zustände dieses Qubits durch die Punkte auf der Oberfläche einer Kugel abbilden. Das ist die sogenannte Bloch-Kugel, so heißt die. Und wenn man jetzt zu mehr Qubits übergeht und mehr Qubits, dann gibt es solche einfachen geometrischen Vorstellungen für die möglichen Zustände eines Qubits nicht mehr. Und das hängt damit zusammen, weil die Menge der Möglichkeiten, die das System einnehmen kann, exponentiell wächst. Das kann man sich schön klar machen. Wir wollen jetzt nicht schon wieder Corona bemühen, aber an der Erfindung des Schachspiels, da gibt es diese Geschichte von dem Erfinder, der dafür belohnt werden sollte, dass er sich dieses schöne Spiel ausgedacht hat. Und er sagte, leg mir auf das erste Feld des Schachbretts ein Reiskorn, auf das zweite Feld zwei Reiskörner, auf das dritte Feld vier Reiskörner und verdoppel die Anzahl der Reiskörner immer weiter. Und irgendwann ist man an dem Punkt, wo man dann zur Hälfte des Schachbretts diesen Hörsaal nicht mehr füllen kann, befüllt hat mit Reiskörnern. Und das illustriert zunächst mal nur exponentielles Wachstum. Aber was das bedeutet ist, wenn die Anzahl an Qubits groß wird, dann ist die Menge an Informationen, die man da drin ablegen kann, riesig. Gleichzeitig gilt aber, angucken verboten. Sobald ich in dieses System reingucke und versuche, in welchem Zustand bist du da dann zu gucken bei einem von den Qubits, mache ich es kaputt. Ich reduziere also den Zustandsraum praktisch runter auf eine 0 oder eine 1 für dieses einzelne Quantensystem, für diese einzelne Katze oder wie wir es jetzt auch immer nennen wollen. Ja? Und das ist dieser Prozess, ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Am Ende knipst man das Licht an und guckt sich das Ganze an und dann liefert jedes einzelne Qubit eine 0 oder eine 1. Und das ist das, was das so schwierig macht und konzeptionell anders macht als einen klassischen Computer auch, dass man einen Algorithmus erfinden muss, der aus dieser Riesenmenge an Möglichkeiten, wo man Informationen ablegen und verarbeiten kann, einen Gewinn zieht und dass man am Ende die Frage stellt, wo man alles wieder auf n Qubits runterkocht und dass da immer noch eine sinnvolle Antwort für einen rauskommt. Ja, dass man dass man am Ende die richtige Frage gestellt hat, das ist im Grunde die Kunst dabei. Und da gibt es eben die Algorithmen und Anwendungen, die Sie gerade genannt hatten. Das ist das Schwierige daran, mit diesem System umzugehen. Angucken ja, verboten. Und Sie haben ja bisher die richtigen Fragen gestellt. Vielleicht haben Sie ja noch ein paar richtige Fragen. Da hätten wir noch eine. Ja, Augenblick, das Mikro kommt, dann... Vielleicht nennen wir das jetzt Schrödingers Niedersachsen-Ross.
Gut, ich habe zwei Fragen. Einmal, es gibt ja verschiedene Aktivitäten im Bereich des Quantencomputings. Was sind die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Aktivitäten? Niedersachsen, Bayern, Sie erwähnten Österreich und so weiter. Und die zweite Frage, die ich habe, okay, wie sieht es mit der Programmierung aus? Welche Aktivitäten gibt es dort im Augenblick? Oder eben halt zum Schluss eine provokante Frage, wann kann ich mein Wettermodell, wann kann ich mein Klimamodell auf einem Quantencomputer einsetzen? Ja, wären gleich zwei Fragen. Was gibt es da bisher an nationalen oder auch anderen Ausrichtungen? Sind die wirklich so national oder geht es da eher um Schulen, die eigentlich nicht so sehr national bestimmt sind? Herr Osbeck-Kraus, Frau Hörs, was ist da Ihre Einschätzung? Ja, ich würde dazu sagen, dass es im Moment natürlich auf Ebene der Politik, auf den verschiedensten und der Forschungsförderungsorganisationen, das ist ja nicht notwendigerweise das Gleiche, spielt aber idealerweise gut zusammen, dass man auf den verschiedensten Ebenen Projekte hat, die gestartet sind, auf der europäischen Ebene, auf der nationalen Ebene, auf regionaler Ebene. Und was wir jetzt versuchen ist, dass wir diese Aktivitäten natürlich auch alle miteinander verknüpfen und vernetzen. Und je nachdem, wo man hinguckt, sind halt auch unterschiedliche Aktivitäten aus den Stärken entstanden, die an den jeweiligen Standorten verfolgt worden sind. Die große Ionenfängergruppe in Innsbruck beschäftigt sich beispielsweise auch mit der Ionenfallentechnologie, mit denen arbeiten wir auch sehr gut zusammen und kennen uns wechselseitig sehr gut, sind jetzt auch in einem gemeinsamen EU-Projekt drin. Also da gibt es auf unterschiedlichen Ebenen Wettbewerb, aber auch Zusammenarbeit, denke ich. Und das ist eigentlich charakteristisch für so ein Feld, was in dem, wie hieß es eben, vorwettbewerblichen Bereich unterwegs ist, aber doch nicht ganz frei von Wettbewerb. Frei von Wettbewerb, also da gibt es Wettbewerb um Ideen und um wissenschaftlicher Wettbewerb und auch ja, und der auch, ökonomische. Auch um Zahlen schon irgendwo. Und also unterschiedliche Standorte funktionieren, verfolgen auch basierend auf den Expertisen, die sie im Laufe der Jahre aufgebaut haben, unterschiedliche Ansätze. Und das ist vollkommen okay. So funktioniert es ja gerade richtig. Ne? So wie es nicht funktionieren sollte, wäre, dass man sich jetzt, und ich weiß gar nicht, wer sowas machen würde, einen Standort nimmt und dann anfängt an diesem Standort, wo nichts zu irgendeinem Thema existiert an Expertise, versucht jetzt an diesem Standort plötzlich ein Riesenprogramm hochzuziehen. Also das wäre ja ein falscher Ansatz. Ne? Man wird immer die Standorte sich vorknüpfen, wo es eine Aktivität zu dem Thema schon gibt. Und was das... Die Frage, Sie haben gefragt, wann kann ich mein Wettermodell programmieren? Also, erstens, es gibt im Internet, also IBM stellt zur Verfügung einen kleinen Quantencomputer, einschließlich einer Programmiersprache. Da hat man, glaube ich, so, weiß ich jetzt nicht so genau, irgendwo Größenordnung 30 Quantenbits, können sich anmelden, müssen nur sagen, warum sie das machen und können sie das ausprobieren. Das heißt, es gibt Quantenprogrammiersprachen, diese Frage haben Sie ja auch gestellt. Die werden entwickelt. Es gibt Quantencompiler, an denen arbeiten Leute, die werden entwickelt. Es gibt diese ganzen, es gibt Forschung zu Quantenalgorithmen, die zu optimieren, die Anzahl der Komponenten, aus denen die zusammengesetzt sind, zu reduzieren. Und dann gibt es neben den realen Quantencomputer auch solche, können Sie auch online finden, Quantensimulatoren. Also da können Sie so einen Quantenalgorithmus schreiben. Es wurde ja gerade schon gesagt, hier mit dem Schachbrett, das geht natürlich exponentiell in die Höhe der Aufwand dann, aber kleine Spielprogramme können Sie schon implementieren. Da gibt es eine breite Forschung auch. Wobei ich persönlich wirklich denke, die Informatikerinnen und Informatiker und auch die Physikerinnen und Physiker müssen richtig miteinander reden. Weil meine Erfahrung, ich hatte mal so einen Sonderforschungsbereich, da haben wir Sicherheit gemacht und die einen haben das von der Informatikseite, die anderen von der Physikseite gemacht. Es dauert auch hier, bis man sich wirklich versteht. Das ist extrem wichtig. Ja, bevor dann die nächste Frage von Ihnen kommt, sicherlich kommen dann auch welche, nochmal eine Nachfrage an Herrn Buchmann. Herr Buchmann, meinen Sie, dass wir da sozusagen jetzt eher auf der Ebene der Maschinenprogrammierung sind oder deuten sich da tatsächlich schon sowas wie Hochsprachen an? Ja. Also ich meine, also Hochsprachen im Sinne von Java und sowas nicht. Dafür sind ja die Koprozessoren auch nicht da, aber wir steigen auf. Wir steigen schon auf zu abstrakteren Programmiersprachen. Ja. Ich meine, das Programmiermodell ist ja sehr
primitiv. Das ist ja so ein Gattermodell, was die meisten benutzen, auch nicht alle, aber die meisten. Aber es gibt inzwischen Programmiersprachen, die vielleicht so aussehen wie früher, keine Ahnung, Fortran oder C oder was man so früher hatte oder heute auch noch hat. Was Herr Buchmann gerade ganz wichtig gesagt hat, und ich möchte Sie da total unterstützen, ist, es wurde Netzwerken zwischen den verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genannt. Und Sie haben gerade einen ganz wichtigen Punkt genannt. Wir müssen die gemeinsame Sprache sprechen. Genau. Und das ist nicht trivial. Jedes Fachgebiet hat seinen eigenen Jargon, hat seine eigene Nomenklatur. Und es ist gar nicht mal so einfach, selbst mit Leuten aus anderen Gebieten in der Physik zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Wobei da kann man von ausgehen, alle haben irgendwo ähnlich studiert und ähnliche Dinge gelernt und die Fachliteratur. Aber ich habe zum Beispiel Kooperationsprojekte gehabt mit Leuten aus der theoretischen Elektrotechnik. Und wir haben über Dinge, und im Endeffekt sind wir dann dazu gekommen, miteinander kommunizieren zu können über Bilder, also über Blockdiagramme im Wesentlichen. Also das ist tatsächlich etwas, für das man Zeit einplanen muss und auch Ressourcen vorsehen muss und auch eine gewisse Investition in die Zukunft machen muss. Aber daraus erwachsen die wirklich neuen Dinge meines Erachtens nach. Und das ist jetzt bei der Informatik und den Physikern, also der Informatik und der Physik im Bereich Quantencomputing, denke ich, zumindest in unserem Bereich hier sehr gut aufgesetzt. Ist das ein Bereich, Herr Decker, der auch in der Systemanalyse und in der Technikfolgenabschätzung den Politikern mitberaten wird? Oder ist das im politischen Bereich noch so ein Nebenschauplatz? Das ist tatsächlich ein wichtiger Teil auch der Beratung. In der Technikforschung, Folgenforschung selbst ist es dann noch schlimmer interdisziplinär, denn für viele sind es ja doch zumindest sehr benachbart. Also vieles waren sogar Teilbereiche innerhalb der Physik, jetzt natürlich stark durch die Informatik ergänzt. Wenn wir dann in die Anwendungen und in den Markt denken, müssen wir ja ökonomische Fragen da noch mit dazu denken, oft juristische Fragen, manchmal auch ethische Fragen, je nachdem, bei IT-Sicherheit und deren Anwendungen und so weiter. Dann wird es noch schlimmer mit den Sprachen. Und das Interdisziplinäre ist ja weniger die Herausforderung, dass man vielleicht dieselben Begriffe für Unterschiedliches verwendet, sondern dass man mit den wissenschaftlichen Begriffen ja Unterscheidungen in seiner eigenen Disziplin kennzeichnet, die dann auf einmal auf die Disziplin des anderen so nicht mehr passen. Und da braucht es diese viele Zeit im interdisziplinären Arbeiten, dass man diese Konnotationen, die man damit verbindet und die im anderen Gebiet gar nicht mehr stimmen, dass man die irgendwie in Deckung bringt. Und das ist ein sehr großer Aufwand, der aber extrem lohnend ist. Ja. Gibt es bei Ihnen noch weitere Fragen? Bitte, hier vorne haben wir noch die nächste Frage. Ich hätte noch mal eine Frage. Wir haben jetzt den Aspekt des Marketing gehabt. Stopp, ganz kurz, man hört es sonst im Stream. Mikrofon. Also wir haben jetzt den Aspekt des Marketing genannt vorher und wir haben auch viel über Vernetzung gehört. Und trotzdem stellt sich für mich ja die Frage, ob nicht es trotzdem so einen Aspekt, auch einen politischen Aspekt gibt. Und wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da eine Konkurrenzsituation oder auch etwas, was das Ganze auseinanderdividiert? Mir fällt spontan ein, wir haben jetzt Großbritannien verloren aus der EU. Hat das zum Beispiel eine Auswirkung, wenn ich über Politik nachdenke? Und gibt es eben, Sie haben vorhin schon mal auch erwähnt, so China-Konkurrenz zu Europa und Amerika und so weiter. Können Sie da vielleicht mal so einen kleinen Kreis nochmal ziehen und sagen, gibt es diese politischen Aspekte oder ist Storytelling und Ökonomie eigentlich schon erstmal das Ausreichende letztendlich? Da müssten wir eigentlich den Herrn Schütte aufs Podium holen, weil er ist ja sozusagen der Praktiker der Forschungsförderung, ne? Ja, ich durfte 10 Jahre lang als Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung arbeiten. Und natürlich gab es das Problem, wie arbeitet man international zusammen? Innerhalb der EU und trotz des Brexit gibt es immer noch zahlreiche Verbindungen nach Großbritannien, die auch von nichtstaatlichen Forschungsakteuren aufrechterhalten werden und dann auf der Ebene der individuell Forschenden. Kritisch wird es da, wo man kritische Technologien in Länder exportiert, wo man Gefahr läuft, in Systemkonkurrenzen oder andere Konkurrenzsituationen zu kommen. China wird in diesem Sinne zunehmend ein schwieriger Partner. Formal ist es so organisiert, dass es das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle gibt, die am Ende tatsächlich bei internationalen Wissenschaftskooperationen, da wo es heikel wird, prüfend draufschauen.
aber mit aller, sagen wir, auch Schwierigkeit, die sich da ergibt. Beispielsweise wird in Darmstadt zurzeit ein großer Teilchenbeschleuniger erarbeitet und der Iran hat ein Interesse artikuliert, über Wissenschaftsorganisationen sich an diesem Projekt zu beteiligen. Das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle war völlig überfordert, überhaupt die Funktionsweise des Teilchenbeschleunigers zu verstehen und am Ende auch einschätzen zu können, ob man eine solche Kooperation zulässt. Man hat sich in Darmstadt am Ende beholfen, weil 8 Partnerländer, davon 6 aus Europa beteiligt sind. Man hat sich beholfen, alle 6 auswärtigen Ämter der anderen Regierungen zu befragen und hat gefragt, was sagt ihr, sollen wir es tun? Und angesichts des iranischen Atomprogramms hat man entschieden, besser nicht. Aber das zeigt Ihnen die ganze Problematik, gerade bei Grundlagenforschung in Gebieten, die hoch abstrakt sind. Das ist immer eine Gratwanderung und da helfen solche Ämter. Aber am Ende ist auch Wissenschaft in der Pflicht, ein Stück weit zu erläutern, mit einzuschätzen. Und dann bedarf es da eines engen Zusammenwirkens von Wissenschaft und Politik. Keine einfache Frage, keine einfache Antwort und keine einfache Situation für die Wissenschaft. Herr Decker, wie oft sind Sie da gefordert und werden dann auch einfach von politischen Entscheidungsträgern angefragt? Es ist sogar eigentlich die Geschichte, wie Technikfolgenabschätzung begonnen hat beim US-Kongress. Damals war es genauso, dass die Politiker und Politikerinnen im Kongress gesagt haben, die technischen Errungenschaften und die Entscheidungen, die damit verbunden sind, sind von einer Komplexität, die uns zwar je einzeln erklärt wird, aber nicht im politischen Zusammenhang erklärt wird. Das heißt, es ist eben genauso, dass hier das Physikerinnen und Physiker und Informatiker das natürlich sehr gut erklären können oder bei einem Teilchenbeschleuniger meistens auch Physiker. Aber die Konsequenz, dass dann der Politologe, die Politologin da eingebunden ist und das in einem global politischen Zusammenhang erläutert, jetzt bei Iran wissen wir alle, dass die atommäßig so unterwegs sind, aber es könnten ja auch ganz andere Hintergründe sein, die man eben so noch nicht kennt. Das bräuchte genau diese interdisziplinäre Befassung damit und dann eben auch die Juristin, den Jurist, der genau sagt, an welcher Stelle muss ich denn mit wem reden, um sowas überhaupt machen zu dürfen. Ich habe den Eindruck, in dem stark grundlagenorientierten ist es, das hat auch große Vorteile, ist es so, dass man weltweit zusammenforscht. Und die großen Konferenzen sind international und da sind alle Nationen vertreten und das ist in der frühen Phase richtig wertvoll. Das schätzen auch alle. Und es wird alles veröffentlicht. Und dann diese Übergänge zu managen, das ist dann die große Herausforderung. Und das ist TA, Technikfolgenabschätzung. Frau Oers, wären Sie raus aus dem Geschäft, dem politischen? Bitte? Wären Sie damit Ihrer Grundlagenforschung aus dem politischen Geschäft raus damit? Ich habe tatsächlich ein Beispiel, bei dem mir, das Beispiel Iran wurde ja gerade erwähnt, ich wollte eine Wissenschaftlerin als Postdoc einstellen, also als Wissenschaftlerin auf Zeit in meiner Arbeitsgruppe, die kam aus dem Iran und das war nicht möglich. Aufgrund von Proliferationsgefahren. Und ich arbeite wirklich, ich mache Regelungstechnik unter anderem, moderne Regelungstechnik, die ist natürlich nutzbar, um irgendwelche Raketenlenksysteme zu bauen, aber wir machen das, um unsere Laser besser zu stabilisieren. Und wir arbeiten mit Lasern. Jetzt denkt man vielleicht ein bisschen an James Bond und Pew Pew, aber wir machen damit wirklich nur Präzisionsmessungen. Und es war trotzdem de facto unmöglich, diese junge Frau einzustellen. Also insofern, leider bin ich aus dem politischen Geschäft gar nicht raus. Ich bin ja bekennender Atomphysiker, deswegen wollte ich nochmal auf den Begriff hinauskommen, weil der jetzt ein paar Mal so verwendet worden ist. Also wir beschäftigen uns ja hier mit einzelnen Atomen und was in der Diskussion manchmal ein bisschen durcheinander geht um Atomprogramme ist, dass das ja eigentlich Kernwaffenprogramme sind, ne? Also da geht es darum, dass man, wenn man über Kernkraft redet, dass man den Kern des Atoms zerlegt oder irgendwas damit macht. Das, womit wir uns hier beschäftigen, die Atomphysik, ist im Wesentlichen die Adressierung von Atomen mit Lasern. Irgendwelche Vorgänge, die in der Elektronenhülle von Atomen stattfinden, die beschäftigt sich so. Vor Jahrzehnten beschäftigte sich die Atomphysik mit der Frage, wieso die Straßenlampen jetzt orange sind, um es mal salopp zu sagen, das ist den Übergang im Natriumatom, die D-Linie. Ja. Also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Eigentlich macht es Sinn, tatsächlich von Kernkraftwerk zu sprechen und von Kernspaltung und Kernenergie. Das ist eigentlich eine vernünftige Begriffstrennung. Ja. Nur weil wir Atome als Qubits haben und jetzt taucht das Atomprogramm auf, das sind zwei grundverschiedene Sachen. Das ist mir wichtig.
Ja, gibt es noch weitere Fragen? Es gibt noch aus dem Netz Fragen, genau, gerade signalisiert. Ich denke, zum Abschluss, dann können wir, glaube ich, auch zum Ende kommen und Sie können die einzelnen Experten dann noch draußen beim Glas Wein nochmal ansprechen. Es kommen quasi Fragen, die richten sich, glaube ich, oder Hintergrund ist, wann sind die vielleicht irgendwie Gegenstand unseres Alltags oder wann begegnen wir den ersten Quantencomputer im Alltag? Einmal die Frage, wie skaliert sich der Preis eines Quantencomputers abhängig von der Anzahl der Qubits? Und dann noch die neugierige Frage, ab wann würden Sie denn, Herr Buchmann oder Herr Decker, sich privat einen Quantencomputer anschaffen? Also wir können über den Preis reden, ja. Also ich glaube, jetzt steht doch einer in Baden-Württemberg, ne? Ja. Den hat IBM dahingestellt, zusammen mit der Fraunhofer-Gesellschaft. Genau. Und ich glaube, die Größenordnung war 100 Quantenbits, eine Million. Ne? 100 Millionen oder irgend so eine Zahl. Also das kostet eine Million pro Quantenbit, ist im Augenblick der Preis. Habe ich nicht. Wann würde ich mir selbst einen kaufen? Also gerne, ja. Ich meine, oder? Oh, müsste billiger werden, ne? Ja, und natürlich, das ist jetzt ein Spaß. Das wird nicht so sein, dass sich einzelne Quantencomputer kaufen. Aber was passiert ist, dass große Organisationen sich Quantencomputer kaufen. Die Fraunhofer-Gesellschaft scheint sehr interessiert zu sein und ist eingestiegen und macht das mit IBM zusammen in Süddeutschland. Wenn ich das recht sehe, ist es auch das Forschungszentrum Jülich, was früher Kernforschungszentrum Jülich war. Die haben auch welche gekauft, mindestens einen oder mehrere. Das können Sie vielleicht noch was dazu sagen. Einen, ja, also da, es gibt schon welche in den unterschiedlichen Institutionen, wobei es ja eine Firma gibt, die heißt D-Wave, über die ist heute noch nicht geredet worden, die macht so einen Computer, der ist nicht so ein richtiger Quantencomputer und verkauft den aber schon teuer und ich glaube, weiß ich jetzt nicht, wie reich sie gerade alle sind, aber da könnten Sie sich vielleicht auch schon einen kaufen. Aber das funktioniert ein bisschen anders, aber wir sind mit der Technik zu Ende. Das kann ich jetzt nicht erklären. Nachher gerne beim Bierchen oder Wein. Ja, gibt es noch weitere Gebote, Herr Decker? Ich würde ihn einfach dann kaufen, wenn er der bessere Rechner ist. Also ein Computer ist ein Computer, wird bei mir mit anderen Computern verglichen. Wir kennen ja alle dieses Statement, das ist vielleicht sogar gar kein schlechtes Schlusswort am Ende, dieses Statement, wie viele Personal Computer brauchen wir in Zukunft? Insofern. Von der IBM, ne? Ja, ja genau, wo es einfach wirklich zukunftsoffen ist. Also insofern bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Ich glaube, in unserer oder in meiner Lebensspanne wird es noch nicht so wahnsinnig weit gehen, aber wir dürfen da gespannt bleiben. Ja, das waren gute Schlussworte. Vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihre richtigen Fragen an der richtigen Stelle. Auch das ist ja nicht immer so gegeben. Danke. Danke an die drei Experten, die Expertin hier auf dem Podium, die sich da extrem engagiert haben.